Wo kann ich euch das denn mal übergeben? Vielleicht da, wo also ich bin relativ weit weg von euch. Komm gleich. Okay, Sepp, ich gebe dir das hier schon mal. Du hast noch drei... Ach, wait, was habe ich jetzt gemacht? Ich höre hier was. Jetzt nochmal ein Wolf. Double Action. Sehr gut. Aber auch schon direkt hier. Messer brauchst du, Peter? Nee, habe ich es mir selber gemacht. Okay. Peter hat es sich selber gemacht, Alter. Wie? Ja, passt. Hier sind noch 6 Pfeile. Die liegen direkt auf dem Boden drauf. Schön. Ja, wieso kann ich die Kacke denn hier nicht bauen? Ja, tut mir echt leid, dass die Bitrate hier bei solchen Spielen wie Icarus so mies ist. Ich weiß auch nicht, wie ich die verbessern kann. Ich streame auf 8K, mehr geht auf keinen Fall. Nee, du kriegst auch gar nicht so viel. Ich würde lässt ja eh nur 6 zu, oder nicht? Ja, 900p Stream wäre besser, so wie Sepp bei EFT. Twitch sollte da echt mal mehr zulassen. Ja, das ist das Problem. Du weißt doch von New World, Peter, der Server und Amazon, das funktioniert nicht so gut. Ja, okay, also... Hast du noch Holz für mich, Peter? Du bist doch ja krass am Fällen, oder? Ja, ich hätte theoretisch Holz für dich. Chat, wenn ihr meint, das sollte ich schon tun, dann kann ich natürlich umstellen. Bringt das so viel? Ja, guck mal in den Stream rein, soll richtig scheiße aussehen. Und mal, ich guck mal rein. Ich guck dir zu, das sieht aus wie 600p. Also nicht ganz 480, aber auch nicht 720. Ach du Scheiße, yo moin. Ja, okay. Klingt ja, ja so. Ja, das. Also versuch mal die Alternative, Peter. Ja, versuch mal die Alternative. Ist, glaube ich, wirklich besser. Okay, I'm back, Chat. Oh, das ging aber echt schnell. So, du brauchtest Holz, Sepp, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das besser aussieht oder nicht, aber hoffentlich. Also, ich habe jetzt auf 900p umgestellt. Mega. 10. R5. Hä, wieso schreibt da einer 10? 10 von 10? Also das verstehe ich halt einfach nicht, dass man... Nice, danke, denn? Peter. Alter, du bist ja richtig fett. Genauso kacke, nice. Hä? Okay, was hast du bei den Render-Einstellungen irgendwas komisch eingestellt? Etwas besser, würde ich sagen. Naja, das sieht genauso aus. Was soll ich da komisch eingestellt haben? Was hast du denn eingestellt, Sepp? Ich schicke dir mal ein Foto. Ich habe nämlich extra vom Stream nochmal meine Einstellungen gecheckt, was am besten für Twitch. Ich habe halt die Einstellungen wie immer, die waren jetzt eigentlich keine Probleme. Nur halt bei solchen Spielen wie dem hier ist das halt immer scheiße. Kann natürlich auch sein, dass das Game einfach noch krasser ist als Tarkov, ne? Ja, ist auf jeden Fall, also ja, würde ich schon sagen, aber kann natürlich sein, dass es trotzdem noch bessere Einstellungen gibt. Ja, was bei WhatsApp. Peter, du darfst dich nur nicht bewegen, dann ist gut. Ja, sehr gut. Ich habe exakt die gleichen Einstellungen. Bis auf Profil habe ich auf High. Naja, das ist egal. Das ist nicht so relevant. Okay. Dann haben wir exakt die gleichen Einstellungen. Ja, dann ist wurscht. Tut mir leid, Chat. Chat, dann ist einfach... Da muss Peter sich einfach irgendwo hinstellen und ja, ich mache einfach den Kameramann. Zugucken. Ich stelle mich hier hin. Jetzt gucken wir Sepp dabei zu, wie er baut. Ja, moin, ey. Finde ich eigentlich ganz cool. Sobald du im Inventar bist, ist es sofort besser. Keine Ahnung, ob es hilfreich ist. Naja, so funktionieren Bitrates quasi. Je weniger auf dem Bild passiert, desto weniger muss berechnet werden. Und desto mehr Platz ist sozusagen für den Rest des Bildes. Das heißt, wenn ich im Inventar bin, weil wir auf... Genau, weil wir auf Twitch mit maximal, wie viel Bitrate? Ich habe 8000 eingestellt, ich weiß nicht, ob wir also die 6, überhaupt 6, 6, 6, 6 oder 6,5 irgendwie sowas. Gehen überhaupt raus. Ja, das heißt, du hast eine 6,5 Bitrate und
es passiert so viel hier auf dem Bild, dass das einfach zu wenig ist. Hast du denn im Spiel DLSS an? Oh ne, Performance ist auch noch so. Da ist ein Wolf. Also die Performance ist ja gut eigentlich. Also das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun sondern das ist einfach... Performance ist super. Ich nehme für PeteSmeet Live einfach nochmal direkt auf und lade das dann da als Upload hoch, dann sieht das da besser aus. Ja, YouTube gibt nämlich bessere Bitrates. Ach komm ja, schon, nur weil ich gerade dein Brüderchen gemacht habe, oder was? Also wenn YouTube auch Twitch Prime hätte, ne? Ich weiß ja nicht. Diese Bitrate-Geschichte geht mir ja schon eh immer auf den Sack. Da könnte man ja sogar in 4K streamen. Jetzt ja, also da habe ich, die Tage, halt wie gesagt, durch Tarkov habe ich da ein bisschen mich eingelesen. Twitch hat das halt absichtlich so kacke, um einfach mehr Leute zu erreichen. Weil die Endgeräte, dann brauchst du halt nicht so ein krasses Endgerät. Ja, dann rechnest du es halt runter. YouTube erreicht ja wohl mehr Leute als Twitch. Nee, im Bereich ja. 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 Also, ja, okay, Twitch ist natürlich die Streaming-Gaming-Plattform. Aber du kannst ja auch YouTube-Streams auf irgendeinem Kack-Endgerät gucken. Jeder hat doch YouTube installiert. Aber ein Stream ist aber auch nicht anders, ne? Das wäre jetzt irgendwie unlogisch. Das einzige Argument für Twitch ist wirklich nur Prime. Nein, das ist nicht nur Prime. Twitch ist vor allen Dingen geiler, was so Sachen angeht, wie Community, genau, Chat, Mod-Funktionalität, das sind ganz wichtige Faktoren. Twitch wäre halt nur so viel geiler, wenn sie mal bessere Quali anbieten würden. Habe ich schon einen Oxidator? Nee, ne? Nee. Nee, ich brauche noch Fell. Ah doch, kann ich bauen. Warte mal. Da habe ich schon gebaut. Fälle. Ah, nein. Oh ja, jetzt habe ich noch einen gebaut. Ich brauche noch zwei. Wohin? Seb, ich habe noch mehr Holz für dich, if you need it. Ja! Zack, zack, ja, Peter gönnt. Zack. So. Boah, Alter, was bist du denn für ein Brecher, ey? Oh, warte mal, da gibt's... Du baust voll den Turm! Ja, nicht? Das sollte alles sein. Möchtest du noch... Ach, das sieht aber schön aus. Panzer. Brustpanzer. Wait, habe ich jetzt zweimal den Brustpanzer genommen? Nee, oder? Ja, eine war Fußpanzer und das andere Brustpanzer. Dann Beinschienen. Armschutz. Du kannst du einfach alles aufsammeln Helm. Und du ziehst dir automatisch an die Sachen. Ja, ich wollte keinen Quatsch machen. Ich habe aber auch was für dich. Und zwar geil. Pfeile. Hier. Geil. Dankeschön. Ich hab bauen ist jetzt aber auch nicht mal. Ich kann auch ein paar mehr Pfeile bauen, fällt mir gerade auf. Ich glaube, bauen ist das XP-Ding, kann das sein? Ja, Sammy, ey. Ich sollte mehr bauen. Ich baue nur ab und baue nicht. Aber abbauen geht halt schneller. Also, ich wollte gerade sagen. Also, du kannst das ja kombinieren. Also, ich glaube, mit abbauen bin ich genauso schnell wie mit bauen. Dann kannst du die Sachen, die du aufgesammelt hast, halt bauen, benutzen und kriegst halt wieder mehr. Willst du noch mehr Pfeile, Christian? Ja, lass mal da. Der Baum fällt nicht um. Baum fällt nicht. Upp. Okay, die sind super schwierig zu sehen, aber du wirst sie schon finden. Ich glaube fest. Ja. Wölfe jagen ist der Shit mit Bogen für XP. Okay, Chat. Challenge accepted. Ich will jetzt hier XP bekommen, denn ich hänge hinterher. Muss mal Steine kloppen gehen. Chat, ist jetzt heute eigentlich dieses Project Zomboid Multiplayer Projekt gestartet, von dem ihr heute Mittag erzählt habt? Gute Frage. Und läuft schon? Also läuft das jetzt gerade auch? Was heißt denn das Multiplayer Projekt? Also da haben sich wohl wieder ein paar deutsche Streamer zusammengetan und so einen Streamer-Server gemacht. Ich dachte, das wäre ein internationaler gewesen. Oder war es... Was? International oder deutsch, Chat? Ich hab's nicht verstanden. Jen und Toro streamen das gerade. Deutsch. Okay, ja gut, die waren ja auch die Rustplatz-Leute. Lösung für mit deiner Webcam den Bildschirm. Ich dachte, das wäre Bonjour gewesen.
Nein, nein, also das waren die Leute, die, glaube ich, am Rustplatz am meisten aufgegangen sind, nicht die, die das organisiert haben. Sorry, das war total missverständlich formuliert. Ja, gibt wieder eine Ansage von Matteo Wald. Ich glaube nicht, dass Bondra damit was zu tun hatte. Ey, wie geil. Ey, haben wir eigentlich schon mal probiert aus den... Du klüppelst ja die Steine so ab, wo du hinhaust. Kann man da Figuren draus machen? Ja, safe, bestimmt. Bestimmt. Waterlow? Hey, was ist dein Problem denn bitte? Kriegst du bei Bäumen eigentlich auch mehr Erfahrung, wenn du die ganz abballerst? Oder ist ja, einfach nur Umbauen alles mehr? Komplett abbauen macht, glaube ich, nicht mehr. Bei Steinen haben wir das ja schon mitbekommen, aber. Alter, was ist das denn für eine Treppe? Mega-Treppe. Das ist ein Dach. Ich werde euch schon wieder finden. Also du findest es auf jeden Fall, Peter. Peter, hattest du die Pfeile ins Haus geschmissen? Ja, ins Haus. Okay, dann begebe ich mich mal auf die Suche. Rechts, wenn du reinkommst, rechtsseitig. Ja. Auf den Holzboden. Ich habe die Holzpfeile auf den Holzboden geworfen. Oh, das ist ein Fehler. Werden Sachen nicht irgendwo mal zerstört, wenn die eine Zeit lang? Du hast gesagt, ich soll die da hinwerfen. Ist ja okay. Oh, sag mir Klamotten nicht, die ganzen geilen Pfeile sind weg. Ich sehe keine, aber ist okay. Ich baue mal so ein Lagerfeuer hier in unsere Hütte, ne? Oh, ich hab keinen Sauerstoff mehr. Ich mach gleich einen Abgang. Ja, ich hab ein bisschen Oxid. Ein bisschen Oxid sammeln. Aber ja, ich bin weit weg. Haben wir, also haben wir diesen Oxidator befüllt? Muss man reinfüllen. Was muss denn da rein? Oxid! Achso, packst du das nicht in deinen Sauerstoffanzug im Inventar? Nee, nee. Der macht dir mehr aus dem Oxid. Ah. Der Oxidator wandelt das zu mehr um. Wenn ich das richtig verstanden hab. Ich sehe keine Tiere zum Jagen, das ist sehr belastend. Ich wollte ein bisschen XP holen, aber wird nix. Easy. So, machen wir mal ein bisschen was zu essen hier. Ah ja, stimmt, wir brauchen noch. Aber. Irgendwo da hinten sind die, Chat, die anderen. Ich meine, irgendwo dazwischen Pixel 3 und Pixel 4 sind die. Ah, guck mal, Christian ist Koch. Er hat Fleisch lodert. Das finde ich gut. Das Problem ist, für mehr Fleisch brauchen wir mehr Tiere. Die kriegen wir noch. Konnten die Sachen verkohlen? Nee, oder? Das Essen? Nee, ich glaube nicht. Wir gehen, glaube ich, auf... an die Seite quasi. Nehmen wir noch ein bisschen Stein mit, dann können wir mehr Pfeile bauen. Irgendwann werden wir auch Tiere treffen, die wir abschießen können. Gehe fest davon aus. Level 9. Nice. Also Peter, ich würde vielleicht behaupten, sammeln geht schneller als... Level 9, Alter. Ich habe jetzt hier gebaut. Ja, du hast ja nicht viel gebaut, du hast ja keine Wände und sowas gebaut. Alter, ich sammle die ganze Zeit, Sebastian, und ich bin immer noch nicht Level 8. Also ich baue die ganze Zeit, bin ich immer Level 9. Also Christian hat von uns gerade am krassesten gerockt. Ich habe gerade nur das Lagerfeuer dahin gesetzt und angefangen zu kochen. Okay, Peter, du musst kochen. Ja, offensichtlich. Sag mal, Chat, hier sowas. Erhöhte Ausdauerregeneration bei Stürmen. Ist das wert oder eher nicht? Na gut, du kannst es besser wegkommen. Oder erhöhte Ausbeute. Oder ich weiß halt nicht, was ich hier nehmen soll. Oh, ist das dunkel. Ermöglicht die Verarbeitung von Leder zu Seilen. Das klingt doch eigentlich auch smart, oder? Ja, kannst du, guck mal, was man smart. Seile braucht. Weiß ich nicht, das oder? Total useless ist. Zusammenbleiben gibt geteilte XP. Ah, schön. Deswegen. Diese Welt ist tot und leer. Wie eure Seelen. Ach, Peter war die ganze Zeit zu weit weg, deshalb hat er keine XP. Ah, ja, ich wollte halt ein paar Tiere töten, aber ich finde keine. Dann komme ich wieder zurück. Braucht man viel, schreibt der Chat. Okay. Okay. Im Dunkeln ist die Quali besser. Ja, gut, immerhin. Was denn? Ja? Ich hab ein Tier gesehen. Oh. Hä?
gelitten. Was? Das ist nicht gestorben? Ich hatte die ultimative Stealth-Attack. Kann man aber auch so lernen. Hey, das verstehe ich gerade nicht. Schon wieder die ultimative Stealth-Attack! Ah, nee, kann man nicht. Das muss man hier rüber lernen. Ah. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Wo ist es denn? Nein! Oh ja, versuch. Chat, ihr könnt mir jetzt nicht mehr helfen, ihr seht noch weniger als ich. Okay, ich kann jetzt Seile machen. Zumindest den Hasen hab ich gekriegt. Machst schon wieder die heimische Tierwelt kaputt? Ja. Ich höre hier auch noch irgendwo ein Tier, ich höre das. Ey, Sepp, bist du gerade oben? Ja. Ah, okay. Ich wollte nur wissen, ob unser Dach einfach so eingestürzt ist oder ob du da was mit zu tun hast. Ja, ich teste gerade, ich weiß nicht warum, also wie Architektur hier funktioniert, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Die funktioniert ähnlich, denke ich mal, wie bei, was haben wir da ganz kurz nur gespielt, Valhalla? Also du brauchst halt schon so eine Stütze. Ja, habe ich, aber direkt, das Feld daneben ging jetzt easy. Das andere irgendwie nicht. Ich bin verstanden. Hat Peter sich gerade erschrocken oder hat Peter gerade was abgeschossen? Ich hab mich erschrocken. Okay. Ich wurde angefallen. Du bist aber auch süß. Guck mal, vor mir liegt eine Gemse, die schläft. Ich ducke mich. Bam, die Gemse ist tot. Das ist doch frech! Die lag einfach direkt vor mir. Mann! Dann ist ja hier. Was? Dieses Spiel. Guckst du beim See? Ah. Nee, ich bin einfach sinnlos losgezogen. Ah. Das ist wie bei der Hunter. Die Tiere müssen noch trinken. Ja, ich gehe nur in Richtung See. Denke ich mal. Das kann auch purer Zufall gewesen sein. Ich meine, nee, würde aber Sinn ergeben. Ihr läuft gerade auf irgendeine Kapsel zu von euch. Okay, hier sind mehrere Hirsche. Was mit Knochen? Habe ich die Knochen noch nicht mitgenommen? Bam, in die Schnauze! Was ist krass, das Tier als ich hab dir voll in die Nase geschossen. Stufe 9. Nice. Warte mal. Steinmesser. Talent. Immer noch Stufe 7. Holz wiegt im Inventar weniger. Ah, ich finde die Leichen nicht mehr, Chat. Oh. Da! Da. Das ist Hirsch. Komm mal an mit ein bisschen Fleisch. Ah, ich habe nämlich jetzt Knochen geholt. Hast du Knochen? Ja. Oh. 44. Kann ich damit jetzt Knochenpfeile herstellen oder habe ich das noch nicht gelernt? Ja, habe ich noch nicht gelernt. Aber ich kann ein Knochenmesser kann ich jetzt herstellen. Oder auch nicht, weil mir dafür Holz fehlt. Ja, okay, das haben wir ja schnell gemacht. Also ich bin eigentlich ganz gut ausgerüstet. Also ich habe einen Bogen, irgendwie ein Messerchen, eine Fackel. Oh, ich glaube, wir sollten Peter zum nächsten Level bringen und dann los. Ja, Stufe 8 habe ich jetzt gerade geschafft. Ja, guck mal, das ist auch los. Weil du verlierst ja immer nur ganze Level. Und wir sind gerade ja alle. Also du meinst, wenn wir kaputt gehen, ist das nicht so schlimm. Genau, dann ist es total wurscht. Ich habe ja noch so viel Scheiße. Lass du draus, Peter. Kann ich denn damit jetzt schnell noch bauen, damit mir das nicht so auf die Eier geht? Kaffee rüsten? Pfeile. Frage. Du hast Kaffee mal eben hier daneben geworfen, finde ich gut. Hören Sie dort. Das ist Erz, Leute. Erz wollte ich gar nicht abbauen. Ich komme weiter wieder in eure Richtung. Aha. Ein bisschen Schwefel ist aber gut für Fackeln. Wird auch gleich dunkel, ne? Also. Ja, dann umso besser. Kann man eigentlich Dunkelheit überspringen, Chat, irgendwie mit irgendwas schlafen? Schlafen oder so? Da habe ich in den Kommentaren gelesen. Schlafen.
Okay, dann wäre das ja vielleicht mal eine gute Option, ne? Wer kann denn so einen Schlafsack? Kann denn jemand einen Schlafsack? Ich kann einen Schlafsack. Ich kann einen Schlafsack. Leute. Bescheuert. Dafür braucht man aber Felle, ist das Problem. 4 Stück brauche ich noch. Ah, ich habe da noch einen Hirsch gesehen. Warte mal kurz. Die hörst du auch immer rufen, ne? Ja, die habe ich gerade auch gehört. Ne, ich glaube, da sind auch Vögel in dem Spiel. Ich habe nur einen Stein gerade abgebaut. What the fuck? Ach, das ist eine Bodenfackel, die ich bauen kann mit Schwefel. Aber auch gut. Ja, die kannst du mal so zwei auf jeden Fall vors Haus stellen, weil ich weiß noch, das, also das Haus, da läufst du gegen die Wand, bevor du das siehst. Hier ist gerade ein Hirsch an mir vorbeigelaufen. Kill it. Hab daneben geschossen. Da hinten. Ja! Der Sneak Attack war real. Wo stand denn, wie viel Erfahrung man gerade kriegt? Ja. Hm. Rechts? Weiß ich gerade nicht. Oder? Ja, nee. Oben links? Oben links siehst du halt deine Leiste, aber irgendwo, ja, irgendwo stand auch mal, wie viel du kriegst. Da haben wir nämlich festgestellt, dass du. Das meine ich nämlich auch. Wegen dem Shared XP hast du, meine ich, dann auch gesehen halt. Ja, siehst du oben links doch. Plus Ding, XP, also direkt links oben, rechts, Moment, rechts, neben deiner XP-Anzeige, oben links. Nee. Das steht bei mir die ganze Zeit, plus 10 XP geteilte nee, XP, plus 1 XP geteilte ET, plus 10 XP, plus 1 XP, plus 1 XP. Das steht bei mir nicht. Oh, okay. Ach, da steht das Papier da, ja, stimmt. Haben wir es ausgeblendet? Nee, wäre mega dumm. Aber, ja, muss ja. Ja, oder Boogie Book Book. Hallo? Boah, dran. Das war ja durchs Gehirn. Ja, das hat 60 XP gegeben, dass Christian gerade einen Kill gemacht hat. Ja, das ist schön. Ich, bei mir stand nicht, dass ich XP dafür gekriegt habe. Ja, aber hast du ja wahrscheinlich. Ihr seid ja beide ja höchstens Level, ja, genau. Aber manchmal buggy, muss man manchmal neu joinen, okay. Ja, gut, dafür mache ich das jetzt. 3 Fälle gibt so ein Riesentyp nur. Ist ja krass. Oh, ja, noch eins. Alter, was haben wir denn für ein Haus hier? Ja, das ist hat sich ein bisschen ausgetobt. Für Peter ja, bin ich mal. Finde ich gut. Ich baue mal Kisten, oder haben wir schon welche? Ne, wir haben noch keine Kisten. Ja. Ich kann keine Kisten bauen. Und Schlafsäcke wäre cool. Ja, ja, das ja, ja, die kann ich nicht bauen, weil dafür brauchen wir 20 Felle und Felle sind echt schwierig. Ein Fell brauche ich noch. Oder haben wir einen Schlafsack? Echt schwierig, Christian. Hab ich! Ja, für einen Schlafsack, ja, da brauchen wir die dreifache Menge. Ach so. Vielleicht können wir uns einfach in den gleichen Schlafsack kuscheln oder so. Ja, ne, wir brauchen alle einen, hat der Chat gesagt. Fasern habe ich oben mal eine richtig fette Kiste hingesetzt, damit wir ja, das heißt, wir sollten dann, also dann nutze ich die restliche Tageslichtzeit, um noch ein bisschen jagen zu gehen, um eventuell Felle zu kriegen. Das ist, ja, glaube ich, maximalo smarto. So, Fasern und Stöcke habe ich im ersten Stock in Kisten gepackt. Nice. Nur zur Information. Ich kann noch mehr Kisten basteln. Unbedingt mehr jagen, Peter. Ja, die Tiere gehen ja nur zu Christian. Ja, jetzt gerade sind wir auch weggerannt. Wait, da war ein Tier. Er schießt mich nicht. Alter, ich hätte mir fast diesen Baum selber auf den Kopf gehauen. Leute, ich habe Mais gefunden. Yeah. Alter, jetzt hängt mir dieser Baum im Weg. Also im Wald ist halt, glaube ich, schwierig, Tiere zu sehen, einfach weil da so viel Gestrüpp ist. Mittlerweile wird es aber auch so dunkel. Das wird echt hardcore dunkel. Was sinnvoll ist, irgendwie nix, ne? Habt ihr schon Klamotten gemacht? Ja, die hatte Christian vor einer halben Ewigkeit mal im Haus abgeworfen. Ja, die habe ich ins Haus gelegt. Ja, wir haben ja Fasern. Ach, die Rehe sind abgehauen. Geh mal lieber, glaube ich, Oxid farmen, wenn wir nachher los wollen. Dann wäre das uncool, wenn ich auf halbem Wege schon direkt so. Wir haben hier einen guten Tipp von El Duderino. Bären sind eigentlich relativ einfach zu töten. Wenn sie auf dich zustürmen, musst du auf ihn zulaufen und knapp rechts oder links an ihm vorbei. Bis er bremst und umdreht, kannst du ihm 1 bis 2 Pfeile reinjagen.
Finde ich eine wichtige Information. Ja, das verkackst du einmal und bist tot. Ja, beim Eisbär ja. Auf den Zurennen. Da hast du natürlich recht, da müsste so, der Training könnte ein bisschen schwierig ja, werden. Mehr forgiving sein, ist hier nicht Dark Souls. Okay, ich bastel mir mal so eine geile Schwefelfackel. Okay, die Gemse hat kein Fell gegeben, wie frech ist das denn? Das ist Wolf. Komisch. Okay, ja, aus dem Leben geschossen. Der Hase darf weiterleben. Ob ich zu schwer bin? Kann man schwimmen? Ja, ne? Ja. Ja. Das ist lustig. Muss man so die Fischchen, die hier alle sind. Mein Fleisch wird schlecht, fällt mir gerade mal so auf. Das ist ja auch nicht optimal, wa? Crash den Server aber jetzt nicht. Ja, gute Idee. Ihr sollt nicht den Server crashen. Naja, ach du. Ja, wäre nicht gut, wenn unsere Charaktere zurückgelassen werden. Ich habe nämlich mal aus meinem ganzen Holz, was ich noch so im Inventar hatte, einfach mal Stöcke gemacht und es plöppte vor mir nur so voller Stöcke raus. Jetzt mal wichtige Frage, ne? Wie heißt der Konkurrent von Kaufland? Verkaufsstadt. Wow. Auch. Dankeschön, Haram, für die 3 Euro Trinkgeld. Okay, ich muss noch ein bisschen mehr Holz sammeln, damit ich noch mehr Kisten basteln kann, während Sepp das Holz einfach verschwendet für irgendwelche Stöcker. Ja, ich dachte, du bist krass. Ja, ich bin auch krass. Wieder alles XP für dich. Ja. Ich denke dann nur an deine XP. Ja, du denkst an deine XP. Nee, mein Inventar war voll, also ich war überladen, weil ich so viel Holz hatte. Ja, das ist immer problematisch. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Okay, warte mal, ich kann doch auch so Bodendinger bauen. Peter, brauchst du Holz? Jetzt gleich. Warte. Bleib hier! Alter, bin ich langsam. Dafür muss ich jetzt Kraftstoff benutzen. Ja, lecko mio. Okay. Verbluten Tiere oder wenn der einmal weg ist, ist der weg? Ich glaube, weg ist weg. Bam. Haben. Ich habe nicht erkannt, dass die bluten. Ich sollte mal lernen, wie man Fackeln baut. Ich kann das leider nicht. Fackeln könnt ihr fallen lassen, damit ihr bei nachts auch abbauen könnt. Okay. Das ist mega smart. Gut. Aber dann brennt doch alles, oder? Oh, stimmt. Das könnte ein Trick sein, uns reinzulegen. Also war nicht dann Waldbrand und so? Stimmt, das ja, hatten wir auf jeden Fall auch. Sachen angezündet. Also ist Peter richtig. Ist nur irgendwo gegengelaufen und alles hat schon gebrannt. Da habe ich jetzt genug für eine Kiste. Jawohl, sehr gut. So, pack mal meine Fasern mit in die Kiste und meine 3 Millionen Stöcke. Nice. Oh, ich habe ganz schön viele Kisten gebraucht, sehr gut. Okay, erster Stock wird unser Kistenraum, ja? Ja, finde ich gut. Jetzt braucht man Schwefel brauchst du für so eine blöde Fackel, ne? Ja. Für eine normale Holzfackel nicht. Achso, für die Boden, ja. Nee, ich meine jetzt für so eine, okay, kann ich hier so eine Bodenfackel hinsetzen oder fängt dann auch alles an zu brennen? Nee, eine Bodenfackel kannst du normal hinpacken. So, das haben wir ja schon getestet. Achso, du meinst im Haus? Ja, genau, ich meine im Haus. Müsste eigentlich gehen. Weil letztes Mal hatten wir auch ein Dach über der Fackel und das hat nicht gebrannt. So, ist da dunkel draußen. Uiuiui. Bitte nicht anfangen zu brennen. Bitte nicht anfangen zu brennen. Sind wir hier? Ne, Moment. Hier sind die. So hast du das jetzt gemacht mit dem Dach. War das hier reingetan? Fasern und Stöcke. Du, ich teste das mal mit der Fackel fallen lassen, ne? Ja, aber nicht im Haus, bitte. Nee, nicht im Haus. Ich mach das mal hier im Wald. Da, wo sehr viel Unterholz ist. So. Nicht gut! Nee! Nein! Wieso rollt die den Berg runter? Alter. Aber, nee, warte mal, ist ausgegangen, oder? Bist du sicher? Das brennt doch da vorne, oder nicht?
Oder ist das die Fackel? Das ist ausgegangen. Ist ausgegangen, das Feuer. Aber es hat gebrannt. Es hat kurz gebrannt, ja. Aber die Fackel hat sich vor allem selbstständig gemacht. Das hat ja mehr oder weniger funktioniert. Okay, also der Radius ist halt überschaubar, ne? Aber gut, besser als nix. Was noch besser gegen Bären ist, wenn man einfach ins Wasser geht, rückwärts schwimmen und dabei den Bären abschießen. Der ist minimal langsamer als du. Oh. Funktioniert halt nur, wenn Wasser in der Nähe ist, aber hey, besser als nix. Ey, ich frag mal ganz blöd, ne? Was wollen wir mit so vielen Kisten? Alter, ich habe jetzt hier Kisten gebaut, ja? Jetzt geh mir hier auf den Sack. So. Ich finde das gut. Lol. Okay, eine Gams gibt keine Fälle, aber so ein Hase 3. Okay, ja, wir müssen ja Tiere töten, ne? Ja, einen Schlachter kann ich jetzt hier hinpflanzen. Mal hier unten in dem Feuer. Deploy. Da ist ein Hase. Ja, wie soll man den denn auch treffen jetzt hier im Dunkeln? Sneaken. Folgen im Sneaky. Kann jemand sein Hausbrett machen? Hausbrett, ich Hausbrennt. Hab keinen Fächer. Ich bau Fächer. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Also, ich glaube, die Kisten... Ich kann Seile machen, Sepp. Da Seile. War irgendwas Brennbares in der Kiste. Da war was brennt. Das ganze Haus ist aus Stroh. Wie ist das denn jetzt passiert? Keine Ahnung. Ich glaube, die Fackel, die ich vorhin weggeworfen habe, die hat sich rächt. Okay. Ich hab mit Fächer gefixt. Ich bin stehen geblieben mit der Fackel und irgendwie. Vielleicht bist du mit der Fackel da an die Sachen drangekommen, so ans Haus. Nee, ich war so im Menü und stand da halt mit der Fackel und anscheinend dauert das so eine Minute. Dann. So Leute, ich leg mich mal ins Bett, ne? Ich schlaf jetzt. Ja. Wir haben 4 Stück oder was? Nee. Achso. Wir haben einen Schlaf. So lange nicht. Hast du noch Fälle, Peter? Also ich 17. Noch, oh, ja, guck mal, da können wir schon zweites machen. Ja, das ist gut. Wie viel hast du noch, Sepp? 9. Ja, dann geh mal rüber, Christian. Ja, nicht. Warte, ich stelle mich hier ein bisschen weiter rechts hin. Nicht zerstören, da liegen sie. Nicht, dass die ins Feuer fallen und dann verbrennen die oder so. Rechts neben mir liegen noch ein paar. Rechts neben mir liegen noch ein paar, sehr gut. Uns fehlen dann jetzt noch 8. Ja, das für den drei für das dritte. Ist jetzt belastet, wir haben gerade halb 10. Ich hab so Schiss mit der Fackel. Da müsste halt so ein Hase direkt vor mir stehen. Ja, du brauchst einfach nur so einen blöden Wolf, der dich anguckt und dann ist gut. Das ist richtig, aber ich hatte, also bei meiner Kapsel waren halt 2 Wölfe, die habe ich weggemacht und dann war gut. Die habe ich noch nicht gesehen. Aber nachts sind doch eigentlich voll viele Wölfe immer am Start, oder? Ja, die spawnen ja auch, stimmt. Wir könnten auch theoretisch die gute alte Minecraft-Taktik machen. 2 legen sich hin und einer lieft kurz. Ach du Scheiße. Da musst du wegfliegen, oder? Wieso das denn? Mit deinem Charakter. Ach so, weil sonst der Charakter da noch liegt. Ah. Wenn du wegfliegst, weiß ich nicht, wie das mit der Mission aussieht. Alles mal. Wir machen das schon. Wir finden halt schon ein paar Tiere. Ich hau einfach den Hasen hier kaputt. Der Hase ist gut. Hase hat mir eben 3 Fälle gegeben. Wenn du einen findest, mach den weg. Kann ich den mit der Fackel hauen? Das ist Zufall. Kannst du wahrscheinlich mit allem hauen. Hier sind 2 Hasen! Ja, guck mal. 6 Fälle. Ja, nee, aber mit der Fackel kriegt er keinen Schaden. Ja, genau. Wie kriegt man die? Oder mit dem Messer. Moment, Sepp, wo ist... Ich bin ihm so lange hinterhergerannt, bis er da stehen geblieben ist, und dann habe ich ihn mit dem Messer gemacht. Okay, das hat funktioniert, ja? Kein Fell gekriegt. Nice. Also Hase bringt nicht immer Fälle. Nee, ich glaube, das manchmal ist das Zufall. Da ist was. Gams hat bei mir auch kein Fell gegeben, der Hase aber 3, also. Naja. Da ist ein Hase. Komm schon, Wölfe, wo seid ihr? Ich habe mir die Füße gebrochen und bin infiziert. Was? Ich weiß nicht. Bist du mal runtergefallen? Also, vielleicht bin ich ja so ein bisschen durch die Gegend gedüst. Hab auch einen Hase gekriegt. Wie mache ich denn das jetzt? Kannst du keine Ahnung. Ich glaube, ich habe jetzt einfach 40 Sekunden die Füße gebrochen und danach, oh Wunder. Das heilt schon wieder, ja. Wo ist der Wolf hin? Da. Kacke. Nee. Hä? Da. Boah, ich dachte gerade schon. Ich werde hier beschissen.
Geh bitte nicht schlafen, nachts ist die Bitrate nicht so kacke. Ja, aber wir sehen nichts. Ich glaube, ich habe jetzt genug für den dritten Schlafsack. Warte. Ja, habe ich. Ja, nice, dann komme ich mal zurück. Alter, wenn wir halt den Schlafsack mitnehmen, war und immer schlafen können, wenn es dunkel wird, haben wir schon so viel gewonnen auf der Expedition. Wir sehen sonst ja, auch nichts. Ja, bedenke aber auch, dass nach dem Schlafen wahrscheinlich alle Werte von Hunger und Trinken und so wahrscheinlich unten sind. Ja, das kann sein. Bei Hunger ist das kein Problem, bei Trinken war es immer ein Problem. Muss halt Level 10 sein, damit du so eine doofe... Oh, wobei, das bin ich ja gleich. Ein halbes Level brauche ich noch. Aber dann kannst du jetzt diese Trinkflasche machen. Ich habe gerade im Chat was Wichtiges gelesen, dass angeblich Holzfenster eingebaut werden müssen, damit die Betten nicht kaputt gehen. Damit die Betten nicht kaputt gehen, brauchst du ein Holzfenster? Ja, du musst einen geschlossenen Raum haben, weißt du? Aber hast du doch, oder? Ja, nee. Ein Fenster war hier offen. Hier ein Fenster war offen. Hier ist kein Fenster drin. Also da ist ein Loch drin, aber kein Fenster. Es gibt noch ein Fenster, was du einbauen kannst. Ah, ja, dann bau das doch ab und mal einfach eine Wand da dran. Ja, nee, ich habe einfach ein Fenster eingebaut. Ach so, ja dann. Ah, nur beim Sturm. Okay, ja, okay. Wir haben gerade Sturm. Es gibt Pistolen? Ja. Wir haben gerade Wind, ja. Wie kommst du da jetzt drauf? Im Tech hast du Pistolen, ja. Weil ich hier gerade bei den Talenten rumscrolle. Ich weiß nicht, wo ich meine Talentpunkte rein... ich glaube, den Path für Stöcker ist wahrscheinlich nicht schlecht, wa? Ja, weiß ich nicht. Wir haben gerade Sturm, ich habe keine Shelter, ich bin gleich da. Das ganze Haus brennt! Oh nein, nicht schon wieder. Wir haben... Nee, nicht das Haus brennt. Irgendwas anderes. Der Wald? Davor? Ich sehe nur Riesenfeuer. Ach du Scheiße! Irgendwer hat gesagt, eine Fackel droppen und dann abbauen. Ach, du hast sie nicht wieder weggenommen. Ja doch, ich war ja gerade noch am... Dankeschön fürs Löschen. Der Wind hat das wahrscheinlich wieder... Das kann sein, dass der Wind das mehr anfacht oder so. Ja, also ich glaube, da kommst du mit dem Fächer nicht so weit, wenn ich mir das sage. Nee, ich versuche doch gar nicht erst. Aber sieht schön aus, sieht schön aus, sieht schön aus. So. Ich habe dann extra auf was Kahles draufgeworfen, aber ich glaube, der Wind, der hat da drüber geweht. Aber wieso liegt ja eigentlich Fleisch daneben? Ist das fertig? Oder ist das kaputt? Das kommt aber nicht zu uns. Nee, glaube ich auch nicht. Wir haben ja hier nicht direkt irgendwelche Bäume in der Nähe. Aber guck mal, ich kann voll nice jetzt hier das fällen. Mega gut. Was kannst du voll nice fällen? Also eben waren das nur drei Bäume, die gebrannt haben. Das ja, das sich wird schon weiter mehr. Aus. Also das breitet sich auf jeden Fall aus. Ich kann brennende Bäume nicht fällen. Oh, Peter, magst du mal so einen Fächer machen? Ich hab so einen Fächer. Achso, so noch einen Fächer? Ja, ich glaube, wir brauchen gleich mehr Fächer. Brenne, bin sofort tot. Ja. Er kommt immer weiter in unsere Richtung. Lol. Nice. Ja, er hat doch gesagt, warum bist du nicht zu Wasser gerannt? Ihr habt doch einen Fächer! Ja, ich, gut, ich sollte Fächer. Aber gerade einen bauen! Ich war überfordert mit der Situation! Ich hab keinen Fächer! Peter hat mich vorhin doch auch gefächert. Oh, Scheiße. So, herstellen. So, und noch einen Stein. Ich will jetzt nichts sagen, aber das Feuer kommt ja dann gleich immer näher. Könnt ihr mich nicht wiederbeleben? Ach so. Ach ja, stimmt. Wow, Alter! Weißt du, lass mich hier einfach krepieren! Also wieder. Ohne Witz, wenn das so brennt, ne? Die FPS gehen auf jeden Fall runter, kann ich euch sagen. Okay. Hier ist noch so ein Fächer und noch so ein Fächer. Geil, einen nehme ich mal. Ich halte mich schon mal bereit, wenn er in unsere Richtung kommt. Kann man irgendwie sehen, aus welcher Richtung der Wind kommt? Fächermannschaft. Der weht nämlich, glaube ich, wenn ich mir das so angucke, genau Richtung Haus. Okay. Die Blätter kommen mir entgegen. Aber wir haben ja hier keine Bäume, die noch Richtung Haus gehen. Ja, aber krass. Okay, Gras. Ich glaube, das wird schon. Okay, dann gehen wir einfach schlafen jetzt. Boah, das sieht voll schön aus. Ja, ich muss hier was trinken. Das musst du wahrscheinlich gleich nochmal machen. Ja, mir geht's jetzt gerade nicht so gut. Weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich leg mich mal hin. Das ist mir alles hier zu anstrengend.
Peter, träum einfach davon, dass wir morgen bestimmt nicht verbrannt sind. Hat wie packt man denn das Oxid da rein? Ah, ja, jetzt habt ihr gute Bitrate. Und dann F drücken und dann macht er Oxid rein. Aber da steht drücken, F drücken, ein Oxid hinzufügen. Da genau, steht 0 von 10. Nee, macht er nicht. So. Dankeschön, Lulu-Pilz. Oh lol, du darfst nicht auf diese kleine Blase gucken. Oh. Und Seidenhuni. Ich leg mich mal hin, ne? Ins Bett legen. Ja. Okay, jetzt haben wir 7 Uhr, ne? Ja. Ist gar nicht das so weit runtergegangen, die Sachen. Immer noch, aber das Feuer ist fast aus. Stimmt. Also das ist mega gut. Alter, meine guck mal jetzt, das voll... Ja, meine FPS gehen echt stark runter, muss ich sagen. Jetzt sind das verkohlte Bäume. Das ist ja mega authentisch. Coole. Aber die kann man nicht mehr fällen. Das ist ja übelst dumm. Doch, du machst ihm doch Damage, oder? Ich mache ihm Damage, aber ich kann ihn nicht fällen. Ach so, warum? Doch, da. Kannst du wohl. Oh, LOL, wird Kohle raus. Das ist einfach unfassbar viel Kohle. Oh, das ist ja awesome. Braucht man das für irgendwas? Oder für später vielleicht Kohle? Schmelzen und sowas, ne? Für Gefälligkeiten. Mega gut, der Waldbrand hier. Wenn du immer coole Probleme hast. Ein Schlückchen trinken. Ich wusste, das war eine gute Idee. Guck mal, wächst ja auch schon wieder alles nach hier. Ja. Ey, es brennt halt aber auch immer noch insane. Ja, ist doch gut, dann sehen wir endlich mal was. Da, hier ist auch kein Gras mehr, das hat jetzt so eine richtige Schneise ja, gebrannt. Ja, voll eigentlich nice. Ganz geil. Du siehst die Tiere auch besser und so. Das stimmt, hier ist alles weggebrannt. Brandenburg confirmed. Wow. Wow. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Lass uns mal nördlich, hier mal gucken. Ne? Wir haben hier da M11, da hinten haben wir noch eins, aber drei müssen wir noch, oder? Da müssen wir nur zwei Sachen. Ich sehe nur zwei Sachen auf der Map. Das eine ist auch gar nicht so weit weg. Was ist denn das wohl? Lokalisiere und berge Bohrausrüstung. Lokalisiere die Verwahrungs... Okay. Alter, dieser Waldbrand. Das ist ja total bescheuert. Also von mir aus können wir jetzt auch mal so langsam da los. Ja, also ja. Ja, ich brauche noch Essen. Hier ist noch 15 gekochtes Fleisch im Lagerfeuer. Können wir da doch eine Markierung setzen? Achso, ist schon. Doppelgrün ist schon markiert. Alter, dieser Waldbrand, ey. Ja, es wird bestimmt noch anfangen zu regnen und ist wieder alles gut. Das könnte da jetzt außen rum gehen. Und dann so, so, so. Habt ihr noch, Christian, kannst du noch eine Rüstung machen? Wo ist denn deine? Ja, ich hatte nie eine. What? Ich hab doch damals nicht mitbekommen, dass du die da für mich gedroppt hast. Ah, Da war ich busy. Ja, muss ich einmal Fasern sammeln gehen. Oh, haben wir die in einer Truhe? Ja, stimmt, wir haben ja so eine Truhe mit Fasern. Ja, oder du gehst in die Truhe, wo 5000 Dinger drin sind. Das stimmt. Giftpfeil, okay. Ich kann ja voll die krassen Pfeile basteln. Alter, wie viel? Ich habe jetzt alle Fasern genommen, die wir haben. Das ist eine gute Sache. Ein Leuchtfeuerpfeil projiziert deine Position in den Himmel. Hm. Cool. Okay, Sepp, ich schmeiß dir jetzt hier hin, ja? Wo bist du da? Hier ist ja auch extra die Schneise. Ja, dafür habe ich halt extra abgebrannt. War alles? Ja, ne? Ja. Ich sehe gut aus, glaube ich. Brauchen wir Knochenpfeile? Ne, wir haben noch so viele normale Steinpfeile. Steinpfeile haben wir, ja. Ich habe aber nicht so viele, ich habe nur 5. Ja, warte, dann mache ich dir ein paar geile Knochenpfeile.
Dann hast du mehr Damage als wir. Hier, von nice. Super, das Feuer weist uns den Weg. Dankeschön, Peter. Bitteschön. Knochenpfeile sind immer, alles klar. Spawnpunkt solltet ihr euch vielleicht setzen. Ich habe das schon gemacht, aber das solltet ihr vielleicht. Ja, F gedrückt halten müsst ihr machen, um einen Spawnpunkt zu setzen. Erscheinungspunkt setzen, okay. Achso, ja, das habe ich auch schon gemacht. Okay, sehr gut. Ja, stimmt, also die FPS in die Richtung sind auf jeden Fall anders. Oh, mir sieht alles gut aus. Ja, ich habe auch hier Dings an, ne? Die Delicious. Ja. Hab ich auch. Ich weiß das bei mir gar nicht, aber ich streame ja und nehme auf noch währenddessen. Ja. Das zieht noch auf? Ja, damit das auf Pete's Meet Live nicht so scheiße aussieht. Nehme ich das noch zusätzlich auf. Und dann nimmst du in einer anderen Auflösung auf und dann ist halt RIP. Das habe ich beim Render gemerkt. Stimmt. Ich streame in einer anderen Auflösung, als ich aufnehme. Ja. Also mein PC ist gerade, der ist am Schwitzen, kann ich euch sagen. Weil ich habe nämlich auch, als ich Tarkov gestreamt habe, ja in der Auflösung gespielt und das zu rendern hat, ich glaube, der 5-Stunden-Stream hat, glaube ich, auch 5 Stunden gerendert. Und das ist sehr untypisch beim Premiere. Achso, ne, ich nehme aber schon in 2K auf. Ja, ja, damit meine ich nur, dass diese unterschiedliche Auflösung für den Rechner halt heavy ist. Dass er zwei Auflösungen rechnen muss gerade. Oh, schleichen. Ich höre einen Wolf. Ihr seid schon los, ne? Bäm! Warst du nicht bei uns? Nee, nee. Voll im Kopf. Das bei dem ganzen Geruckel hier gar nicht gesehen. Großer Hirsch, come back. Ja, das war auch am Anfang alles cool. Das ist jetzt nur seitdem it burnt quasi. Ich schicke ihn zu euch, den großen Hirsch. Da, er kommt direkt auf euch zu. Was? Hirsch, ich bin noch am... Ja, hier ist er. Ich hab ihn. Ich box ihn. Stech dich ab, du Wichser. Headshot. Nice one. Alter, ihr seid so krass. Let's make some hack. Scheiße, ich hab gar nicht so viel Platz. Hast du so viel Kram mitgenommen? Ach, oh voll, Peter, weißt du doch. Ich hab halt extra was mitgenommen, dass, falls wir gleich gebumst werden vom Wetter, wir darauf reagieren können. Wie wechselt man denn die Pfeilart? Das ist okay. Dachte ich mir so. Ja, wo seid ihr denn jetzt hin? Warte mal, hier ist einer, hier ist Christian. In weiter Richtung grün gelaufen. Ach da, R gedrückt halten. Nice. Okay. Oh, Springverdauer verbraucht übelst Ausdauer. Ja, das ist im echten Leben auch so. Ist ja auch schwer. Ja, nee, weil zum Beispiel in Minecraft bist du ja schneller, wenn du rennst und springst. Das meinte ich. Stimmt. Dachte ich so, hey, versuch's mal. Ja, ich bin Mr. Burns, genau. Hat's einer im Chat erfasst. Oh, Mr. Standbild bin ich. Bist du schon am See unten, Peter? Nee, soweit bin ich noch nicht. Möchtet ihr lieber, dass ich den Chat ausmache, Chat? Wollt ihr euch selber wegmachen und ihr seid dann auf YouTube nicht zu sehen? Oh, dann seid ihr nicht Fame. Das war bitter. Einmal wie Peter sein. Meinst du es nicht? Irgendwie kenne ich das. Wir sind doch exakt hier schon mal runtergegangen. Ja. Ist das wieder die exakt gleiche Map, Welt? Oder? Ja, ich glaube, wir sind auch wieder schon an der gleichen Stelle gespawnt, oder nicht? Ja, also nee, genau da kommen wir doch schon runter. Oder? Sag nicht, das ist die gleiche Quest. Ne, die gleiche Quest ist es nicht. Das auf keinen Fall. Sind das nicht immer die gleichen Welten? Ja, das also ist immer die gleiche normal, Welt, oder? Eis und... Ach so. Ja, aber also das ist eine Welt, Wüste, die immer gleich ist. Ja, die Wüste kommt dann gleich da hinten, nehme ich mal an, oder? Ah, die sind in einer anderen Richtung. Ja, stimmt, die Karte ist ja auch relativ groß. Ich weiß jetzt gerade nicht so, wo ihr seid, aber... Wir sind am See einfach direkt weitergelaufen und laufen am linken Ufer lang. Okay, ja, dann bin ich auch. Da! Alle Bären mit die gehen.
Jetzt, wo wir weiter weg sind vom Feuer, sind die FPS auch wieder besser. Boom! Ja. Christian tötet wieder alles. Da ist noch einer. Boah, dann geht Bäm! Oh, oh, hast du weggeknallt? Oh, hier ist die Kiste. Siehst du das? Welche Kiste? Ja, ich bin schon da. Ja, wo seid ihr denn? Ah, lol, jetzt bin ich schon da. Himmels. Voll am Rumpel, wenn am Jagen. Ja. Mal, so. Wie viel habt ihr eigentlich an Oxide dabei? Viel. Okay, wir haben da zwischendurch noch was abgebaut. Alles gut. Dann brauchst du was oder was? Nee, ich brauch nix. Hier, also hier ist aber wirklich easy, weil wir sind ja hier in diesem Gebirge. Da. Ah! Na? Aber ich sag mal, ich renne. Also rennt ihr denn? Ja. Achso. Ich renn kaum. Ich mach das hier ganz entspannt. Dann sieht man ja auch die Hirsche, da kann ich wegballern. Ja, ich wieder mehr Knoten. Da vorne sehe ich doch den Christian. Ich bin unsichtbar, ich bin auf der Pirsch. Jetzt sehe ich doch da, da sehe ich dich doch. Einer. Unsichtbar. Nee, du siehst mich nicht. Ich hab doch hier gerade so ein Hirschchen gehört. Ja, aber sind die Sounds denn echt? Ah! Oh, fuck. Ja, wart. Ja, der hat uns nur gesehen. Ja, jetzt rennt alle an mir vorbei. Fuck you, ey. In eure Richtung kommt mein Hirsch. Ich sneake. Ich bin verstohlen. Ich werd gesehen. Okay, ich bin, glaube ich, aufgedeckt. Jetzt werde ich auch gesehen. Das ist belastend. Scheiße, ist die Sau weg? Ich bin fast aufs Sepp geschossen. Kacke. Weiter. Was ist denn jetzt passiert? Da war ein Geräusch gerade bei mir. Achso, weil Sepp irgendwas lokalisiert hat. Echt? Oder weil ich was lokalisiert habe? Ah, hier ist der Dixi-Klo. Muss ich den Kopf treffen, damit ich hier so einen geilen Super-Shot mache? Ja, also wenn du verstohlen bist, machst du sowieso 2,5-fachen Schaden. Aber den Kopf machst du ja sowieso noch einen Crit. Und da ist ein Bär. Das macht dann direkt kaputt. Soll ich den Bär mal triggern? Nee, mach mal nicht. Es kommen doch meistens Viecher, oder? Da ist ein Gnu. Mhm. Ja, vielleicht sollte ich mal gerade... Also das ist ein Bär und ein Gnu. Oh, darf ich voll die ausschießen? 3600. Da oben ist auch ein Bison. Du hast mich nur nicht gesehen, Peter. Ja, das meinte ich doch. Ist das nicht ein Gnu? Nee, ein Gnu sieht anders aus. Ne? Gnu? Ey, Alter. Okay. Das ist gleich. Ich möchte aber ganz kurz, dass ihr diesen Clip an Gnu schickt. Ehemals saftiges Gnu. Alter, wie das Ding an mir vorbeigeflogen ist. Also, okay, also hier kommen jetzt keine Viecher, die wir töten müssen. Na gut. Wolf! Ja, ja, Wolf, Schmolf. Kennen wir. Wo war der Bär, Freunde? Das ist die Frage. Alter, wieso sind hier alle nicht verhäutet? Zeigen? Du sollst mir nichts. Ja, nur die Richtung. Ich höre den. In die Richtung, richtig, ja. Ne? Genau Osten? In die Richtung. Okay. Da hinter den. Da okay. am Rande des Berges war der. Dann gebe ich jetzt Verstohlenheits-Headshot und dann machen wir den. Okay, dann komme ich mit. Möchte das knusig umbenennen. Hinter dir. Bison. Der war links, Christian. Da oben war der. Ich höre ihn irgendwo hier. Ich habe ihn auch gehört, aber hier oben ist halt gar nichts. Der hört halt sich eher wie rechts an. Ja, er kann sich auch bewegen. Naja, schon klar. Das, aber ich dachte, ich teile die Info aber trotzdem mit euch. Guck mal, ist hier eine Höhle? Nee, ist keine Höhle. Nee, hier ist er nicht. Also ich würde auch dann... Ich hab den aber auch eben noch gehört. Ist der nicht dann hier unten drunter einfach? So weit weg laufen die ja eigentlich nicht. Da ist was! Da unten ist er! Oder? Das ist nur eine Gams. Nee, das ist nix. Ja, jetzt höre ich den aber auch nicht mehr. Doch, ich wohl. Doch, jetzt höre ich den wieder. Er ist mehr da unten. Dann, ne? Richtung Wasser, oder? Ja, hier ist er. Steht gleich eh vor mir und bummst uns. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich genau auf ihn zugehe. Irgendwas sieht mich. Ja. Ja, wir kommen dem näher.
Echt? Da vorne. An der Wand. Oh oh, ich bin back. Jo, da ist er. Der hat aber leider seinen Popo hinten. Ja, der steht falsch rum, leider. Der ist ja. Warte mal, ein bisschen nach rechts. Wieso habe ich da Dinge oben? Oh. Wieso sehen da Dinge oben? Was? Ich bin fast tot. Der ist weggerannt, Peter. Ich habe in mein Gehirn zertrümmert. What the fuck? Los geht's. Moment, Sepp ist fast tot. Ja, ist egal. Ist alles gut, ihr macht das. Das ist nur rechts halt vorbei. Easy. Solange der jetzt nicht zu mir kommt. Alles gut. Headshot. Ja, das klappt ganz gut, Leute. Da kommt noch ein Wildschwein dabei. Ah, da muss doch jetzt hier nicht noch ein Wildschwein kommen. Au, oh, Wildschwein, da. Sorry. Der wäre jetzt auch tot. Nein! Nice. Boah, der Trick war mega gut. Geil. Ich bin so stolz auf euch. Wie hast denn du dir eigentlich dein Gehirn zertrümmert? Ich war gebackt zwischen einem Baum und einem Stein und dann habe ich den Baum gefällt, um halt wieder rauszukommen. Und der Baum ist dann auf mich draufgefallen und hat mir ein HP zurückgelassen. Ja, belastend. Deshalb konnte ich euch da leider nicht unterstützen, aber ich ist hab ja, das angeguckt. Das ist nochmal Jod hier gegangen. Das ja genau. Was, ich habe da oben die ganze Zeit so ein Ausrufezeichen. Ah ja, okay, das klingt auf jeden Fall smart, was ihr macht. Ich weiß nicht, was das war. Ja, da ist so ein so eine Gämse, versucht da hochzuspringen, aber schafft es nicht. Okay, also das war gut und erfolgreich. Wir können zum zweiten, ne? Wir können theoretisch zum zweiten, aber ich habe auch ein bisschen Durst. Vielleicht sollten wir erst noch mal zurück. Da war doch ein See hier vorne. Ich wollte gerade sagen, habt ihr da nicht getrunken in dem See? Nee, habe ich natürlich nicht. Das werde ich aber jetzt mal machen. Oh, ich habe eh noch 200 Sekunden Geschirrenerschütterung, ja. Ja. Boah. Also alles wie immer. Ja. Noch nicht besser hier. Ich darf kannst du easy jagen. Ja, wir haben durch Tipps im Chat haben wir jetzt hier die Bärentaktik herausgefunden. Na, Eisbär, was kann der eigentlich? Ja, der hat wahrscheinlich das gleiche Moveset, der Eisbär, also da könnte man den vielleicht auch so machen. Ist ja nicht so, dass wir das nicht so schon probiert haben. Naja, mit auf den Zurennen, einmal. Weiß ich nicht, wir sind eher immer weggerannt von dem. Ja, aber zur Seite ausweichen, kurz bevor der dich trifft, ist ja jetzt nicht so... Boah, ich bin nicht so ein guter Schütze. Hast du doch gemeint, der kann dem ausweichen und dann ist er doch klar ja, genau. Draufgegangen, meine ich. Ich weiche dem aus, bin tot. Ja, ich meine mich auch. Eisbär ist nochmal ganz andere Nummer. Knut wird euch fressen. Eisbär ist Hardcore. Okay, der Chat sieht das ein bisschen anders als wir. Die haben gar keine Ahnung. Der größte Gegner ist Sepp. Doch, das klingt sehr smart. Wait, wer schreibt das? Seppi 1200. Mhm. Er meint also, der größte Gegner ist er selber. Alter. Bäm. Ich komme überhaupt nicht zu irgendwas. Ich schieße einfach nur Tiere tot. Christian, aber krass. Bist du nicht mal langsam Level 10? Ja, so gut wie. Was ist eigentlich aus dem Loot bei eurer letzten Folge geworden? Ja, ich weiß nicht, ob du unsere letzte Folge bis zum Ende geguckt hast, aber die war jetzt nicht so unfassbar erfolgreich. Wir haben's abandoned. Da die Server immer nur 7 Tage offen sind, also die Missionen. Das haben wir ja kurz vor dem Urlaub von Bram und teilweise auch Chris aufgenommen. Ein Brummelchen! So, schnell mal trinken, dann wieder in die andere Richtung. Ja. Das ist auch so ein Ding mittlerweile. Also, Essen haben wir echt genug. Bald machen wir ein Lagerfeuer, dann können wir braten. Ich habe so viel Fleisch dabei. Ach so, ja, das machen stimmt. Wir direkt 10 Lagerfeuer aber wahrscheinlich. Dauert dann also immer ich so habe 15 rohes Fleisch noch. Und gekocht ist auch noch mit. Total dumm. Oh. Okay, next up. Oh fuck. Oh fuck. Ja, ich hab einen Reh getötet und dahinter ist ein Rehkitz hergerannt. Oh nein, Bambi. Rehkitz ist jetzt. Muss halt auch sterben jetzt. Ja, du schaffst das schon. Christian, kannst du nicht machen. Eisbären mache ich nur noch mit Jagd. Was ist denn hier vorbei? Der Wolf war, glaube ich, taub. Ist auch Chris.
Also wir müssen links am Berg vorbei, ne? Hattest du ja gesagt? Okay. Alter, was hat Peter denn da am Rücken? Was hab ich denn am Rücken? Eine riesen Bohrmaschine. Achso, das ist das, was in dem oh, also muss er mitnehmen. Ja, moin. Das müssen wir looten, das ist die Quest ja, quasi. Ja. Das wird in dem anderen Ding auch drin sein. Ja, da ist die Tankausrüstung drin. Ja. Ja. Und dann müssen wir zur Versorgungskapsel. Und dann müssen wir wahrscheinlich nach Öl bohren. Och nö, jetzt mein Tablet ausgegangen. Ach, wofür brauchst du ein Tablet? Ja, um Julius zu stalken. Ah, der stalkt seinen eigenen Sohn. Natürlich, ey. Immer schön die Hände über der Bettdecke. Ist da nicht ein Bewegungsmail dabei? Ja, auch. Ah ja. Aber... Oder musst du eine Funktion einstellen, bei jeder Bewegung musst du ein Foto machen. Nee, kriegst du eigentlich einen Push aufs Handy. Ist auch gut. Und wenn er sich dann so durch die Gegend kugelt, dann hast du dann 10 Nachrichten. Als ich bei meinen Eltern jetzt über Weihnachten zu Hause war, war deren Klingel kaputt. Und die haben auch so eine Überwachungskamera vorne installiert, die auch jedes Mal einen Push aufs Handy gibt, wenn irgendjemand sich in deren Bereich bewegt. Ja, schön. Oh, das habe ich quasi aus. Das haben die quasi als Klingel benutzt. Und jedes Mal, wenn sich da jemand bewegt, zum Beispiel meine Oma, die über meinen Eltern wohnt, die Tür aufmacht oder irgendwie sowas, kann man immer Ping-Pong, Ping-Pong auf dem Handy von meinem Vater. Und wisst ihr, wer das richtig geil fand? Deren Hund. Der ist nämlich dann jedes Mal richtig abgegangen. Jedes Mal, wenn dieses Ping-Pong kommt. Und dann guckt mein Vater auch mit Handy. Ja, okay. Meine Schwester ist gerade gekommen. Okay. Ja, okay. Das ging ab. Alter, ins Arschloch vom Wolf. Nice Headshot. Nee, war Arsch, Eckshot. War Arsch, aber du hast richtig viel Damage gemacht. 3100? Ja, keine Ahnung. Den Hasen aufnehmen? Ne, da haben wir alle kurz hingeguckt und uns dagegen entschieden. Weil, wenn ich das richtig sehe, ist die Quest ja dann potenziell gleich schon vorbei. Aber wo ist die Wüste? Ist das überhaupt eine Wüstenquest hier? Das hat ein Wüstenquest-Bild. Weil ich sehe hier einfach gar keine Wüste. Vielleicht kommt das noch. Wir müssen ja noch die Versorgungskapsel. Ich klicke dich gleich an. Ja, vielleicht ist das die super easy Mission. Das hatte drei Totenköpfe. Kommt noch, sagt der Chat. Okay, na gut. Christian hat korrekt predicted. Dankeschön, Lion K1, Dankeschön, Gittle und Matto und definitely not an egg. Nee, der hat ein Geschenk bekommen vom Bifildi. Dankeschön, Jan und Lukas. Ist das nicht die gleiche Strecke, die wir bei der anderen Mission auch machen mussten? Da mussten wir auch hier die Steine runter und dann da vorne hin. Wirklich? Ja. Aber wir sind doch bei der anderen Quest in die andere Richtung gegangen zum Schnee. Nicht bei der Schneequest. Nee, davor die. Ach so, jo, das kann gut sein. Also hast du die falsche vielleicht doch angeklickt. Da haben wir aber nicht das hier gemacht, oder? Und da hatten wir auch keine drei... Die Quest heißt Dry Run Expedition. Da war ein Wüstenbild bei. Ich hab hier nichts Falsches angeklickt. Ey, du, ich wollte nur mal nachfragen. Ja, ja. Hab ich schon verstanden. Guck mal, irgendwas ist hier. Irgendwas will mir... Hast du schon geschossen? Oh, da ist der Hase. Du den gesehen hast dadurch. Auf den. Die Versorgungskapsel wurde lokalisiert. Ja. Nice. Ja, da vorne ist sie ja. Ja. Okay, kann die jemand von euch dann nehmen? Ja, nehme ich, komm hier. Drücken zum Interagieren. Elektrisches Werkzeug und Solarkollektor. Ja, moin. Okay. Gar kein Thema. So, jetzt müssen wir den Höhleneingang lokalisieren. Und der ist wiederum da. Das heißt, wir können jetzt hier noch ein bisschen was trinken bei dem See, wo wir gerade dran vorbeigekommen sind. Ja. Und dann müsst, also ich würde dann links an dem Berg vorbeilaufen. Also, versteht ihr, was ich meine? Also zurück oder dich? Ja, also zurück und dann rechts. Warte mal. Also die Höhle ist M9. Achso, wir müssen aber noch ein Paket besorgen, oder? Ja, nee, das ist das andere Paket. Okay, ich verstehe. Ja, zurück und dann rechts, yo. Ja. So würde ich das machen. Okay. Mach ich jetzt so einen Langbogen? Oh, Langbogen, Alter. Oder eine Sauerstoffblase. Oh.
Eine Feldflasche. Feldflasche ist das Wichtigste. Ja, hab ich schon. Feldflasche und Essen. Trinkschlauch habe ich schon. Was ist denn Mörser und Stöße? Ja, Langbogen, also Bögen sind ja, scheinbar ja richtig gut. Können auch eine Kochstelle machen. Oder eine Anbaufläche. Ja, okay, ja, wir brauchen halt bei den aktuellen Quests brauchen wir halt, müssen wir nicht so lange an einer Stelle sein, weißt du? Ja, hätte ich ja, dann nehme ich lieber die Sauerstoffblase. Dann habe ich einen Trinkschlauch und eine Sauerstoffblase. Was macht denn die Sauerstoffblase? Kannst du Sauerstoff mit rumschleppen, glaube ich. Also so ungefähr wie das Ding, was unser Inventar dann verbrauchst Inventar du nicht so viel von dem Shit, ne? Ja, von dem Koks. Langbogen so viel stärker wie der normale. Okay, oder als der normale. Ah, man musste keinen Punkt ausgeben für die Werkbank, ja, das ist ja nice. Sauerstoffblase braucht ihr eine Maschine zum Auffüllen. Ja, die wir hatten ja da immer. Gut. Ja, die hätten wir mitnehmen können, ne? Ich hab so viele Knochen. Knochen Main. Ah, das muss man an der Werkbank auch konstruieren. Das kannst du gar nicht hier im Feld machen. Ah, okay. Hase gekillt. Alter, ich bin fast Level 9. Ich sehe doch da vorne Wasser, ne? Dann will ich doch hier mal schnell was trinken. Ja, ich mach das nochmal gleich, wenn wir quasi... Also der ist schon recht groß, der See. Den kann man auch einmal entlang gehen und dann was trinken. Nice, Christian hat mich auf Level 10 gebracht. Dankeschön. Alter, okay, Christian, was hast du jetzt genommen? Also die Werkbank musst du so oder so nehmen. Ich habe Langbogen, Trinkschlauch und Sauerstoffblase. Okay. Blitzroute bringt uns, glaube ich, nicht so viel. Tür mit Ledervorhang, das ist Quatsch. Textilwerkbank. Du wirst wahrscheinlich oh, das auch könnte die Rüstung machen, oder? Was soll ich die machen? Keine Ahnung. Ah ne, wir brauchen eigentlich Waffen und Rüstung. Also das andere ist ja Quatsch. Nee, das andere ist 15. Ja, mache ich das. Ah ne, müssen wir Rebel Level 15 für sein, für Lederbrustpanzer und so. Bäm. Ich könnte höchstens einen Rucksack machen. Hatte einer von euch gesagt, dass er eine Pelzrüstung machen kann? Was? Nee. Leder. Also ich kann Textilband machen. Jetzt auch gerade nicht. Okay, ne, hat gerade jemand im Chat geschrieben, deswegen frage ich. Also ab Level 15 kannst du Lederbrustpanzer machen. Genau. Fellbrustpanzer Level 20. Dafür musst du die Textilienbank lernen. Also die möchte ich lernen. Das ist egal. Oh, gleich ist Wind. Aha, da macht hier jemand den Bram. Also weiß ich eigentlich noch nicht so genau, was ich gerade... Achso, ich dachte tatsächlich... Was ist das denn hier? Wieso liegt der hier tot? Ja, nee, ist gut. Sorry. Oh Mann. Da macht ja jemand den Claim. Raum. Das heißt, eigentlich priorisiert leveln müssen wir gerade nichts, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich, gefühlt kann man aus diesem Technikbaum Stufe 2 alles lernen. Also... Ja, gefühlt sind ja immer, aber alles so Base-Sachen, die wir gerade gar nicht brauchen. Ja, das stimmt. Also aber deshalb würde ich halt noch nichts leveln, weil... Regenauffangbecken kann halt nicht so schlecht sein. Vielleicht muss man ja irgendwann auch mal länger bleiben, oder? Du wirst den Stein hochrufen. Ich heb mir jetzt auch Punkte auf, ganz ehrlich. Verschmelzen von Roherzen in Metalle. Also, ist jetzt auch nicht so blöd. Ja, ja, klingt aber... Klingt auch gut. Können wir halt noch nichts so wirklich viel mit anfangen. Ja, du kannst doch einen Amboss machen, oder nicht? Schwere Arbeits- und für Eisen- und Stahlwerkzeuge. Ja, damit können wir halt geilere... Nur dann, dann brauchst du halt auch den Ofen, weil wir müssen ja erstmal schmelzen. Okay, das heißt, halt ich mach Amboss und ich mach Eisenaxt, Spitzhacke. Oh, Eisenspeer. Oh, Markus De La Lo... Moment. Markus De La Lolo hat gerade 10 Stufe 1 alles verschenkt. Dankeschön. Vielen Dank, Markus De La Lolo. Okay, ich habe einen Stahl. Ich habe. Also die Eisenproduktion könnte ich mal bauen. Aber wir haben eh kein Eisen gerade, ne? Nee, das war in Höhlen. Ja, das braucht. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht für jetzt relevant. Genau, brauchen wir noch nicht so. Ja. Sondern für gleich. Also jetzt gerade viel mehr. Genau. Wenn, dann sind die Sachen eh für. Nächstes Mal, weil. Was machst du Lambo? Brauche ich eine Werkbank für.
Können wir nicht eine Werkbank eben bauen? Ich könnte eine Werkbank bauen. Ja, kann ich auch. Warte mal. Weil ich glaube, so ein Langbow, also wenn ich es richtig verstanden habe, ist er halt übelst OP. Ich will den hier hinstellen. Kann sein, dass die kaputt geht mit der Zeit, aber da musst du schnell genug craften für einen Langbogen. Warte mal, hab ich das jetzt vergessen? Das hält nix über Pfeil und Bogen, ey, ganz ehrlich, der Shit rockt. Das ist echt stark. Ach da! Okay, Werkbank stehe ich mal hier. Bob. Weit können wir denn jetzt hier schönes machen? Weile. Okay, für Sauerstoffblasen brauche ich Knochen. Für den Trinkschlauch auch. Oh, die könnte ich auch machen. Ich brauche noch mehr Knochen. Und Trinkschlauch wäre nice. Knochen haben wir doch bestimmt noch, oder? Knochen habe ich so viele. Warte mal. Ja, nice. Dann gib mal her, ich fülle mal hier den einen Baum. Oh, warte mal. Ich fülle mal hier den einen Baum. Guck mal, eine Werkbank in der Wildnis. Okay, Knochen. Ich habe 200 plus Knochen. Okay. Die werfe ich jetzt hier mal am Boden. Oh, kann hüpfen. Oh nein, nicht am Bodenweg. Brauchst du Holz? Okay. Ist ja, hier sind nochmal Knochen. Also ja, theoretisch schon, aber jetzt habe ich den Baum schon gefällt. Na, okay, meinst du, der muss dann auch verarbeitet werden? Ja, ja, aber die Werkbank hat gerade einen Abgang gemacht. Was? Die Werkbank ist weggeflogen? Nee, die ist kaputt gegangen im Sturm halt. Ja, meine ich ja, weggeflogen. Achso, ja, sozusagen. Ja, weil die wahrscheinlich draußen steht. Und soll ich eben eine Hütte bauen? Kurze Frage, was ist jetzt euer Plan? Weil unser Ziel ist ja eigentlich nicht mehr so weit weg. Ich dachte, wir machen uns einen krassen Bogen. Das geht eben schnell, aber scheinbar nicht. Ja, brauchen wir denn einen krassen Bogen? Jetzt gerade? Einmal gerade nicht. Also ich weiß nicht, wo wir jetzt hingehen, ob wenn da so ein krasses Vieh ist. Ja, wenn wir eins in der Entfernung sehen, können wir uns ja immer noch einen krassen Bogen bauen. Also du meinst, wenn wir bei der Quest sind, wo dann immer irgendwas getriggert wird, dann kannst du dich noch entscheiden? Ja, okay, wenn wir denken, hier wird was krass getriggert, dann können wir das ja bauen. Jetzt gerade müssten wir ja, nur für die Werkbank, müssten wir ja ein ganzes Haus bauen. Ja, das aber wir haben auch hier Shelter und so. Ja, aber das können wir ja auch gleich noch machen, wenn der Sturm vorbei ist. Du, ich hab so viel... ja, können wir auch. Mir ist es egal, ich habe so viel Material mitgenommen, ich kann zwei Häuser bauen. Falls mein Standbild hier weggeht, ja. Dolph, sollte kein Verstohlenheitsschaden gekriegt. Der hat uns mit dem Arsch nicht angeguckt eigentlich, wa? Ja doch, mit dem Arsch gerade. Ja, stimmt, doch. Mit dem Arsch gerade, hast du recht. Ja, die Knochen haben wir nicht liegen lassen, Chat. Alles gut. Christian hat einmal 100 aufgesammelt und ich habe die anderen 100 selber wieder aufgesammelt. Oh, hier ist Eisen. Gut. Nee, Kohle. Ach. Aber Eisen gibt es teilweise auch draußen. Ja, wir suchen ja den Höhleneingang, ne? Das heißt, wir werden ja gleich wieder auf so eine geile Höhle treffen. Nee, ist das nicht so eine Prime-Höhle, also so eine, weißt du, so eine große Höhle und nicht so eine kleine, wo nur so ein Rinnsal drin ist? Das wissen wir beide jetzt, glaube ich, gerade noch nicht, oder? Weil auf der Map sieht das Symbol schon aus wie, Alter, ich bumse dich. Oh. Ich meine, kann uns auch eine kleine Höhle bumsen, so. Du bist eine kleine Höhle bumse, das stimmt. Also Chat, ne, nur nochmal für euch zur Info, das wird jetzt hier natürlich auch auf Pete's mit Live hochgeladen. Weil ich immer wieder die Frage zwischendurch sehe. Da! Kommt alles auf Pete's mit Live. Keine Sorge. Wie alle unsere Streams. Also, wenn du jetzt das getroffen machst, hättest, Alter, ne? Alter, ja, war ein bisschen zu hoch, glaube ich. Alter, willst du den Bär pullen? Ja, ich glaube schon. Der war auch zu hoch. Ich glaube, er hat den Bär gepullt. Nee, noch nicht. Okay, der hat einfach so geschrien. Death Attacke 2 einfach. Bäm! Stark. Der ist jetzt einfach weggerannt. Da kommt er! Der kommt! Oh, Triple Hit, Junge! Aber kein Headshot. Ah, doch nicht auf mich! Ah, da kommt jetzt auch noch ein Wolf. Selbstverständlich kommt ein Wolf. Ich hab keine Pfeile mehr. Ja, gut, Nahkampf. Aber, oh Gott, ich sterbe. Ich häng fest!
Ich bin tot. Wie, du hängst ver... Lol, der Bär ist tot. Ja, zwischen den Bäumen. Ich hab sie alle getötet. Oh nein! Echt? Da ist noch ein Hase! Nee! Ein Wolf. Nee, das ist ein Wolf. Oh nein! Da ist noch ein Hase! Killerhase. Was ist los mit deinen Tierverständnissen heute? Ja, da, ich hab halt nichts gesehen, es war halt ein Riesenbusch. Und ich hab halt alles getötet. Deine Mutter hat einen Riesenbusch. Peter, könntest du mir noch ein paar Pfeile machen? Super, nice. Ich hab mich gerade so ersterben lassen. Hä? Ich bin direkt hin mit dem Messer und drauf und alles, weißt du? Ja, hier sind 24. Ach, alles, danke. Die liegen hier, ich guck sie an. Weil wenn du Pfeile wegwirfst, gehen die immer verloren. Oh, das stimmt, die sind ziemlich... Warte mal. So. Ja, die verlieren halt an weiß Haltbarkeit, nicht, Haltbarkeit oder so. Ja. Warte mal, soll ich dir mal Fälle droppen, Peter? Ja, ich bräuchte eigentlich eher was zu trinken, jetzt wo ich gestorben bin. Vielleicht haben wir in der Höhle Glück. Rohes Fleisch ist ja jetzt nicht so geil zum Essen, wa? Vielleicht sind wir gleich fertig. Ich hab Waldbären, Peter. Ja, die hier bringen ja... Lass uns mal die Höhle zumindest angucken. Vielleicht ist ja Wasser drin. Das ich hab 50 Waldbeeren. Das gibt dir immerhin 100 Wasser. Ja, komm, dann Gönnung. Wo ist der Shit? Hier. Da ist Sepp. Zerstören. Ich schon mal hoch zur Höhle. Ich ja, das hat ein bisschen draußen gegeben. Das ist cool. Na, guck mal. Ist jetzt halb voll wieder. Nicht hier oben. Das nice. Ist... Wait. Dankeschön. Du bitte, Peter. Wir sind doch Bruder im Geiste. Ach lol, Alter, der Blaue ist überhaupt nicht hier. Ne, der Blaue war falsch. Falsch. Gemser. Ich muss ein bisschen Oxid abbauen, weil mein Sauerstoff war auch am Arsch jetzt. Jungs, hier. Ja, die komm mal zurück, ne? Was heißt Aua? Aua Bär. So ein Bär. Oh mein Gott. Und ich hab die nicht gepult. Scheiße. Wieso ist da jetzt auch noch direkt wieder so ein Wildschweinficker? Oh mein Gott! Okay, Nahkampf. Wo ist der Wildschwein da? Wo ist der Wildschwein? Ich habe da aber auch. Die Wildschwein. Ja, ja, Moment, eins am anderen. An ihm vorbeilaufen, Christian. Nice. Jetzt geh ich. Ja. Bam, bam! Bam in den Arsch! Einfach ein Kopf, Junge. Alter, wie viel Leben hat er? Oh Gott, der fickt mich. Da kommt noch ein Wolf. Der hab ich gesehen. Bist du down, Christian? Ja, ja, schon lange. Ich glaube, du hast mich okay, gemacht. Hast du das angesagt? Hab ich nicht gehört. Hab ich nicht gehört. Oh, hab ich tot. Alter, ich hab auch noch ein Leben. Ich blute. Mein Health ist auch sehr low. Wait, hast du gerade gesagt, du bist tot? Christian ist tot. Achso, Christian ist tot. Ich hab noch ein Leben und blute. Fuck. Halt ein Wiederbeleben. Danke. Ja. Ich kann dir einen Verband machen oder kannst du es selber? Nee, kann ich nicht. Komm her, dann mach ich dir ein Verbändchen. Kommt hier noch ein Wolf? Hier sind überall Augen. Ich hab Angst. Wait, ich hab da jetzt einen Verband gemacht. Wo ist denn der hin? Echt nur hinhusten. Erstellen. Scheiße, ich blute ja auch. Oh fuck. Also ich weiß nicht, ob man verblutet. Die lass ich glaube hier. Nicht. Hier, so, eins. Da, danke. Noch einer? Assume. Einen Verband hält das auf. Okay, danke. Ja, bei mir reicht einer nicht. Zum Aufhalten der Blutung? Ja, wenn man da ist, rotet. Ja. Scheiße. Bist du ein Bruder oder bist du böse? Okay, kannst du noch mehr herstellen? Ich habe tiefe Wunde. Fasern, ich brauche Fasern, Moment. Ja, kann ich. Okay, ich weiß nicht, ob dann so ein Verband Fasern überhaupt hilft. Fasern kann ich dir geben, warte mal. Eins, zwei, hier, ich kann nochmal einen Fasern hinter dir. Da, zack. Ich dachte, du bräuchtest einen. Ach so, nee, ich kann die herstellen, aber ich glaube, der hilft nicht. Ach so, das kann sein, dass du noch eine Verwundung hast, die... Nasset. Tiefe Wunde, Nasset. Kann ich machen, ja. Kann ich auch machen, okay, nee, dann mach du das, okay. Hab ich schon gemacht, hab schon vernädigt. Komm, okay, mach ich direkt auch mal welche. Uiuiuiui.
So ein Naset würde ich auch nehmen, wenn das noch einer. Ja, ich gebe dir eins. Den habe ich nicht mal also den wollte ich nicht mal pullen. Der stand da einfach und hat mich angeguckt und hat gesagt, nö. Du gehst jetzt nicht weiter. Das manchmal ist so mit diesen Bären, ne? Aber hier nicht. Wofür kann ich das Naset dann benutzen? Für tiefe Wunden. Für tiefe Wunden. Junge, Junge, ey. Das hat jetzt so, was uns so, so geht es uns, hat das jetzt nicht geholfen, sag ich mal. Weil Christian ist jetzt natürlich dunkel. Auch im Arsch. Wird ja, Wasser brauche ich halt. Aber also ich habe die Hälfte ungefähr an Wasser. Okay, wie weit ist das noch bis zu der Höhle? Okay, ein Wir Stück sind fast ist da. Eck. Ja, ist das hier ein Loch? Wird wahrscheinlich ein neuer Bereich geladen. Oh. Ah, da unten ist ein See. Es leckt gerade. Oh Gott, Alter, war das knapp. Christian, bei mir bist du runtergesprungen. Ich sehe die Höhle von hier aus. Die ist beim See. Ja, sehr gut, da ist Wasser. Okay, also sollten wir uns da nicht dann aufbauen? Ja, haben wir die Schlafsäcke mitgenommen eigentlich? Nee, natürlich nicht. Richtig dulli, Alter. Oh mein Gott. Wir kommen doch gleich wieder. Ich bin tot. Warum springt ihr denn da runter? Ich bin geglitscht. Ich bin geglitscht. Ach, Kinders! Ich bin geglitscht. Also, Peter, beide? Wir beide gleichzeitig. Links von uns ist ein Wolf, ja, wir sind beide nebeneinander. Wir sind quasi. Also, ihr liegt auch unten, ja, weil so auf halber Höhe komme ich nicht. Nee, ich liege auf halber Höhe. Peter und ich sind auf halber Höhe, genau. Ich komm mal gucken. Links von uns ist gerade ein Wolf, Christian. Ja, Wolf ist nicht so schlimm. Ja, dass du weißt, dass du den schon mal wegmachen kannst. Der liegt direkt neben mir. Wolf. Aber, Peter, immerhin. Nicht Leute. Alleine gestorben, ne? Ja, wäre besser. Okay, der Wolf, okay, der kommt. Ja, hier ist noch ein Wolf. So, zwei Wölfe. Ich bin bewusstlos. Alter, komm. Alter, warum seid ihr denn da einfach runtergesprungen? Ich bin da nicht einfach runtergesprungen. Das sah so aus, dass man da runtergehen kann. Wir sind ganz normal den Berg runtergelaufen. So wie wir vorhin auch über diese Steine gelaufen sind. Das sah niemals so aus. Ja, safe. Schon sehr ähnlich. Auf jeden Fall. Ja. Ja, okay, wir müssen uns jetzt wieder erscheinen. Warte, dass wir auch gleichzeitig instant tot sind. Die Wölfe mit höherem Level sind halt auch bei einem verstohlenen Schuss nicht One-Shot. Ah. Also zumindest hat er Damage gekriegt. Ja, kein Thema. Da können wir eigentlich direkt schlafen, oder? Ja, wir können direkt schlafen. Genau, wir schlafen und dann laufen wir da hin und dann ist gut. Ich würde zumindest erstmal hier eine Werkbank bauen und einen Bogen oder so. Immer nichts mehr. Okay, du bist aber auch nicht gesprungen, ne? Ne, gesprungen bin ich nicht. Ne, ich wollte gerade sagen, der Chat, der ist hier gerade am Schreiben, ja, von wegen nicht gesprungen. Ne, ne, wir sind runtergelaufen. Und dann sind wir quasi ausgerutscht und den halben Berg runtergerutscht. Ja, ich will es jetzt nicht glitschen nennen, aber ab einer gewissen Steigung, die ich dann falsch eingerechnet habe, fällt man halt. Genau. Das war jetzt bei mir kein Glitch, sondern das war so, okay, ich dachte, das tut nicht weh und das tat weh. Wollen wir bis dahin nicht einfach laufen, weil wir sind alle gerade voll? Naja, die Problematik ist, ich weiß nicht, ob wir an unsere Leiche kommen. Ja, da klar. Zwei oder drei Wölfe sind da, ne? Also, die haben mich halt umgeschreddert. Und ich stand relativ nah bei euren Leichen. Da kommt ihr nicht von oben dran. Ja, das glaube ich nämlich auch. Wieso laufe ich so langsam? Also, ihr könnt natürlich gerne nochmal da runter, also. Ich will eigentlich nicht jetzt hier fahren. Aber ich weiß, was du meinst. Wieso kommt das? Was habe ich gedrückt, dass das Laufen so langsam ist? Steuerung? Nee. Ah, nee, mein Bein ist kaputt. Warte mal. Wie hast du das denn geschafft? Gebrochenes Bein. Du hast dir beim Sturz ein Bein gebrochen. Was? Ist das noch von meinem Tod quasi? Das habe ich nicht. Und ich bin auch runtergefallen. Das ist vielleicht buggy. Also habe ich das nach meinem Tod noch? Das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Na Peter, nix New Life, Regel und so. Wir brauchen hier Stöcke und so. Was mache ich, wenn ich... Ich kann Stöcker ganz viele machen, Jungs. Also wir haben, glaube ich, genug, um die... Warte mal hier, Wolf. Ich muss die Pfeile einsammeln, danke, die in dir drin stecken. Und dann wieder auf die schießen zu können. So. Huiuiui, da war knapp. Also ich habe genug Stöcke und Holz, wenn ihr braucht. Ja, okay, ich brauche, um hier, könntest du mir so die klassischen Werkzeuge machen, die beiden?
Ja, dafür brauche ich Fasern. Achso, dafür brauchst du Fasern. Fasern habe ich bisher 87, das müsste ja wohl reichen. Wo bist denn du? Ja, an unserem Haus. Ja, okay, da komme ich jetzt auch nicht. Ich bin ein bisschen langsamer. Okay, bin da. Hast du Steine? Ich, ja, auch. Ich dachte, du brauchst Fasern. Nein, ich habe Holz und Stöcke, habe ich gesagt. Ja, ich dachte, du hättest gesagt, dafür brauche ich Fasern. Ja, Fasern brauche ich auch. Und Steine anscheinend. So, warte mal, jetzt habe ich zweimal alles. Fallen lassen, fallen lassen. Okay, danke. So, Fasern nochmal. Wait, sind das jetzt hier nicht die Kohlebäume? Ne, die will ich ja gar nicht haben. Ja, das sind die Kohlebäume, ja, ja. Muss die andere Seite nehmen, Peter. Was brauchen wir denn noch, um da jetzt loszugehen? Naja, wir brauchen Pfeile und Bögen, würde ich sagen, mindestens. Okay, dann lass mich doch Holz abbauen und du machst Stein weg, weil ich habe ein Holz geskillt. Ja, okay. Krieg pro Schlag krieg ich mehr. Bau dir zumindest ein Steinmesser oder so, damit du, wenn die Pfeile alle sind, nicht ja, gar stimmt. nichts machen Ja, kannst. Das kann ich machen. Dann hatte ich nämlich gerade gegen den Wolf. Ich habe die zwei Pfeile reingedrückt, dann hatte ich keine mehr, musste die aus dem rausziehen, während er mich gebissen hat. Jetzt finde ich die Leiche von dem nicht mehr. Er wird gerade hell. Da denkt man die ganze Zeit, wie krass OP man ist, ne? Ich hab das jetzt auch nicht gekriegt. Wir sind halt einfach in den Tod gestürzt. Gesprungen. Wir waren dumm. Nicht gesprungen! Ich habe die Leertaste nicht betätigt. Ja, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Oh, vielleicht möchte ich doch den Clip nochmal sehen. Ja, jetzt gerade habe ich selber Angst bekommen. Aber ich bin mir sicher zumindest. Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Das sind so Worte, die gehen schneller über die Lippen, als man. Ja, aber ich bin mir sicher. Ich habe nicht, ich bin nicht gesprungen. Okay, warte mal, ich glaube, wir haben schon was. Also wir haben sehr viel Holz jetzt. Und für Bögen braucht man ja Fasern und Stöcke. Oder machen wir eure Special-Bögen? Oh, lass das machen. Das ist eine gute Idee. Da müssen wir noch eine Werkbank bauen. Dann brauchen wir Knochen und so ein Kram. Okay, das wird aber tricky, Leder. Ehrlich gesagt. Das nur, um bis zu unseren Leichen zurückzukommen, weiß ich nicht. Also, das ist ein bisschen heftig. Na ja, gut, aber dann hätten wir für danach halt auch bessere Bögen und so, ne? Ja, aber dann müssen wir jetzt anfangen, wieder Tiere zu farmen ohne Ende. Und wir können aber auch so eine Lederbank machen. Ich habe sehr viele Knochen in meiner Leiche. Eine Häutungsbank können wir machen, damit wir mehr rauskriegen aus den Viechern. Die könnten wir auch bauen. Ja. Aber ich will es nur anbieten, so, also... Aber theoretisch sind Holzbögen und Pfeile ja jetzt sofort fertig und wir könnten jetzt sofort starten. Ja. Der ist nicht auch Trinkschläuche freigeschaltet. Ja. Ja, wenn schon ein, also ja. Aber ich weiß nicht, ob wir die jetzt bauen können. Hier, mit der Ausrüstung, die wir haben. Ja, wir brauchen halt dann Leder. Hat sich schon jemand einen Bogen gebaut? Naja, nun, ich kann keinen Bogen bauen. Aber wie kann ich denn... Okay, ich baue dir einen Sepp. ...Holz zu Stöcken machen? Das kann ich dir machen. Brauchst du Stöcke? Das musst Achso, du zweimal nee, zwei dafür dann hätte ich den Baum nicht gefällt. Ja, okay. Aber soll ich dir welche geben? Warte mal, wo bist du denn? Ja, wenn du hast. Geil. Du kannst auch viel mehr haben. Also ich kann echt viele Stöcke machen. Also du brauchst einen Stock für einen Pfeil. Also ich habe jetzt... Nee, Bullshit, ich hab viel zu viel Stöcke. Oh nein, ich brauche Steine. Immer Steine habe ich auch ein paar. Sepp, ich drop jetzt hier einen Bogen. Hast du auch schon Pfeile, Christian? Ja... Wo sehe ich wie viele? 8. Alles okay. Gut. Nee, ich gebe hier, Sepp. Na, was denn? Ich gönne jetzt hier nochmal ein paar... Pfeile, ich will die erst auf den Boden legen, wenn du vor mir stehst. Ja. Tust du das? Ja. Okay, dann werfe ich sie jetzt weg. Mhm.
Du hast gesehen, wo sie hingefallen sind. Ja, ja, ich habe gesehen, wo sie hingefallen sind, aber das heißt nicht, dass man die Pfeile sieht. Die droppt okay. Nämlich so schnell. Okay, Christian, deine Pfeile. Jetzt sag mir, wenn du mich anguckst, ich stehe direkt hinter dir. Oh, die Leichen verschwinden, wenn wir uns nicht beeilen. Ja, ja. Ja, cool. Die sind. Oh mein Gott. Wo sind die? Wir sind halt legit durch die Welt gefallen. Ja, ich sag ja, bei mir, die sind auch sehr schnell runtergedroppt. Also die waren einfach instant weg. Ja, ich hab selber gesehen. Aber alles gut, du, wir machen einfach auf dem Weg noch welche. Ich hab ja gerade hier Dings gefarmt. Ich hab noch ganz viele Mats. Stöcker brauche ich. Ich kann noch 75 Pfeile machen, Peter, jetzt. Okay, du kannst eh noch 75 Pfeile machen, okay. Ich mach die einfach. Ja, 100 Stöcke. Ja, genau. Ja, dann mache ich auch noch ein paar Pfeile. So. Also Stöcke sind halt das kleinste Problem hier. Doppelte. Dann können wir von mir aus los. Ja, let's go. Wir müssen zu Rot. Rot, ja. Oh, ist schon was abgebrannt auf jeden Fall. In den Truhen haben wir natürlich auch noch Materialien. Ja, nee, da haben wir aber nicht die richtigen. Deshalb, ich war extra gucken. Ah ja, okay. Also da haben wir kein Leder, keine Knochen und sowas. Great zu Rot können wir. Auch noch Steine, dann kann ich mir kurz noch ein Steinmesser machen. Das wäre vielleicht auch noch smart, hat mir ja drüber gesprochen. Ja, ja. Rams. Ah, warte mal, kann ich die eben machen? Okay, ich weiß aber nicht, wo du bist. Mach mal nicht, ich mach mir das selber. Okay, Christian, brauchst du eins? Ich kann doch neben einem direkt hier. Brauche ich? Steinmesser? Ne, hab ich. Okay. Schlafsäcke? Wollen wir unsere Schlafsäcke mitnehmen? Alter, du bist viel zu klug, Peter. Ich renn mal wieder zurück. Ich guck mal, ob ich eure mitnehmen kann. Kannst du alle mitnehmen? Okay. Ja, dann check ich mal. In der Zeit brauche ich hier so ein bisschen Oxygen. Wenn du sagst, ich bin so klug, Sebastian, dann meinst du den Chat, glaube ich. Nein, Peter, das hättest du jetzt einfach dich beweisen. Ja, aber warte mal, ist denn, bevor du jetzt die Schlafsäcke abbaust, die können wir doch bestimmt wieder nur in so einem Haus aufstellen. Ja, ist aber Haus so. Können wir bauen. Also wenn ich meine Leiche kriege. Ja, hat doch gesagt, das muss doch umschlossen sein. Das ja, heißt, sonst geht die kaputt. Genau. Die kannst ja, du wie nicht schnell so gehen die denn kaputt? Sehr hast du bei der Werkbank gesehen, Peter? Ja, die stand im Sturm. Ja, okay. Aber wir bauen ja eh da ein Haus hin. Ich habe ja alle Sachen okay. Da fürs Haus. Okay. Wie kann ich die denn da X halten aufnehmen? Okay. Ich kann alle mitnehmen. Okay, nice. Nehmt das Haus einfach mit. Auch eine gute Idee. Ja, nee. So bauen wir es jetzt. Ich habe ja alles da. Ich habe ja wie. Aber war auch nicht ernst gemeint. Na. Was ist denn hier? Dankeschön, Freak. Das heißt, wir bauen unser Haus kurz bevor es da so steil bergab geht, ja? Nee, unten. Unten? Am Wasser. Okay. Weil Wasser bräuchten wir auch schon, oder? Ja, wir brauchen auch Wasser. Also ihr seid jetzt, glaube ich, hier, ne? Ja. Wieder da? Okay. Ja, ich bin auf Stille. Geradeaus und dann... Also wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt nicht sterben, weil sonst... Ach, wobei, dann spawnen wir eh wieder bei den... Ja, wir spawnen zumindest in der Nähe, ja. Ja. Ja, aber deine alten Sachen sind dann, glaube ich, weg. Ja, das wäre dann natürlich belastend. Ja. Ist schon was dran. Jetzt habe ich definitiv mehr Respekt vor Abhängen. Aber wir sind schon krassere, steilere Ecken runtergegangen, also... Kannst du dir erzählen? Sollen wir nicht bei dem See hier rechts kurz mal ein bisschen was trinken? Ja, auf jeden Fall. Ja, auch nicht mehr so viel. Warum der XP Malus? Ja, eventuell sind wir gestorben. Hey, nein. Das soll ich nichts erzählen, Chat. Peter vielleicht, wir nicht. Vielleicht auch alle drei. Hier ist irgendwie kackt, Wolf. Kannst du es mir anreichen? Ich will auch was angereicht bekommen.
Eine mit Käse überbackene Laugenstange wurde mir gerade gereicht. Ich hab noch so helles in der Garage. Kann ich jetzt nehmen. Helles Bier? Ja. Ist ja quasi ähnlich wie ein Brot. Eine helle Laugenstange. Ja. Anders ertrage ich das hier nämlich langsam nicht mehr. Ja, ich bin ein bisschen weiter vorne. Geil, noch was getrunken. Ihr seid schon weiter, ne? Ja. Ich folge. Ich folge auf Schritt und Tritt. Flüg hier schon mal eine Schneise in den Wald rein, um meinen XP-Malus wieder aufzuholen. Oh, das habe ich schon geschafft. Ja, ich bin, nicht ganz. Bin richtig schlecht im XP verdienen. Aber da hast du eine geile Brezel. Das ist wahr. Wofür brauchte man dieses Lithium? Also ich habe mal den grünen Marker gesetzt, da können wir straight hinlaufen, weil da müssen wir um den Berg rum. Wenn du mal auf die Karte guckst, wir können nicht straight zu Rot rennen. Ja, du hast recht. Weil da so ein fetter Berg zwischen ist. Der Loot hat mich gegeiert. Aber Eisen könnte. Also ich dachte, ich hätte mal Eisen in freier Wildbahn gefunden. Aber ja, haben wir auch mal gesehen. Ja? Das ist aber nicht so häufig. Ja, ja. Okay. Schau mal draußen. Ich doch nicht paranoid. So, hier ist die blöde Kiste. Aber hier war doch ein Bär. Vielleicht ist der Bär ja schon wieder hier. Ich habe keinen Bock jetzt hier gegen ein Bär zu kämpfen. Ja, seid ihr zusammen? Ne, da sehe ich Christian vorne. Ich bin jetzt da, wo der... Hinter euch? Ach ja, weil ich ja falsch gelaufen bin. Scheiße, ist wieder eine Klippe. Gut. Nicht glitschen. Glitschen. Alter. Also, als wir zu dem Krater gekommen sind... Ah, hier ist eine Höhle. Als wir zu dem Krater gekommen sind, hat es richtig krass geruckelt. Da wäre ich auch fast darunter gesegelt. Bei mir ist Christian gesprungen, die Klippe runter. Ja, stimmt, da lag es. Leck, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ach, guck mal, hier ist der Oxid-Farmer. Hier ist die Höhle. Ist hier Eisen? Kohle, Kacke. Bitte. Karotte. Warte mal, Wolf. Ihr seid nicht in die Höhle reingegangen, oder? Nein. Christian ist schon weiter. Okay. Ich habe gerade vor dir hier dich beschützt, Peter. Ja, danke schön. Gleich an gesagter Stille. Dann würde ich aber tatsächlich erst oben auf die Wölfe schießen. Ja, wenn die noch da sind, ja. Ja, die patrouillieren da. Da streifen gerade Wölfe dahin, wo ich hinlaufen will. Die sind doof. Ja, Level 14, du kannst nix. Ich habe einen Bär gehört, Sepp. Oh, ein Bär? Habe ich, meine ich, gehört. Das finde ich so. Ein Bär würde uns ja ficken. Nee, da ist Christian. Das kann ja eigentlich nicht sein. Aber vielleicht hast du Christian gehört. Das ist ja auch ein Bär. Das ist auch möglich. Lass doch einfach links von dir hat ein Ausrufezeichen, Sebastian. Hä? Ja, das ist aber nur ein Hase. Ein Hase. Lass links rumlaufen, Peter, weil wir sind schon mal an dem ersten Stück ja gestorben. Ja, ja. Aber wenn ja. wir uns hier oben hinstellen, dann können die Wölfe nicht direkt, wenn da unten noch welche sind, uns. Achso, ja, okay, dann lass erst runter gucken. Erstmal runter gucken, ob die noch da sind. Okay. Da, wo ich gestorben bin. Ist eine Gämse, ein Reh. Kann nicht ganz oben sein, aber so ein Stück da unten ist. Hirsch. Da sind keine Wölfe ganz bei, wenn ich das Hirsche. Richtig sehe. Ne, da hinten waren die, ne? Also da, wo ich auch gestorben bin. Das war direkt neben meiner Leiche, wo Sepp meinte hier, neben mir ist der Wolf. Genau. Da sehe ich aber auch keinen. Alles gut. Also pass... Oh mein Gott. Christian, pass auf. Das passt noch. Ne, da dachten wir ja auch. Ja, das ja. passt noch. Mal, hier ja, ist eine Leiche. Das ist steiler. Das ist meine. Das ist deine hier. Da haben mich die Wölfe gefressen.
Ah, meine liegt hier dann. Ja. Wo ist denn der Beutel davon? Was ist jetzt mit dem Inventar, wenn man Inventar aufhört? Oh nein. Interagieren. Oh lol, einfach alles nehmen. Ging nicht. Alles nehmen. Ich bin überladen. Und geht nicht. Okay, Deck. Was fehlt denn jetzt hier? Deck. Wo ist meine Leiche? Es könnte sein, dass sie da unten liegt. Ja, ja, da kann sein, dass deine Sachen runtergerutscht sind, ja. Okay. Hä, wieso habe ich denn so viel mehr Klamotten hier? Das ist auch sicher deine und nicht meine? Ja, wahrscheinlich schon, wa? Ja, ja. Oh nein. Oh Gott, wenn ich Sachen wegwerfe, dann pack das in die anderen Dinger rein. Warte mal, haben wir unsere Klamotten angelassen? Nee, ne? Nee. Nee, die waren weg. Die hast du wieder mit aufgenommen. Scheiße, wieso ist denn alles so voll hier? Achso, die Messer und sowas, das kann. Ja, wir haben uns halt ein paar Sachen neu gemacht. Ne? Ja. Ich gehe schon mal zu meiner Leiche. Ja, mach das, warte. Heizen braucht kein Mensch. Ich komm, Peter. Ich bin überlastet. Okay, nice. Und wir haben Kacksturm. Mega. So, ich komme auch. Immer noch überlastet. Was ist denn Peter? Am Fuße der Klippe quasi. Der hier runtergegangen? Ja, ich glaube. Ich bin außen rumgelaufen. Ich wollte gerade sagen, die sieht für mich schon wieder so aus. Ach, da unten ist er. Oh, ich habe 99,9 Kilogramm mit. Oh, Christian, wie weit du glitscht, ey. Bin ich geglitscht? Ich bin gefallen. Nee, also man rutscht halt so eine 45-Grad-Schräge, rutscht du halt eiskalt runter. Ich habe gerade irgendwas fallen lassen. Ah, weil mein Inventar voll ist und irgendwas ist verdorben. Ja, das ist ja mega nice. Man kriegt einen Schuss mit dir rum. Ja, der ist am Sortieren. Ja, ich hab alles. Da ist ein Wolf, Christian, hinter dir! Ja, ja. Alter, voll geschottet, die Sau. Das ist ein Level 30 Wolf, also das wäre schon cool. Hammer. Er hat nämlich direkt wieder schwere Wunden gemacht, der Penner. Oh, stimmt, ich hab auch eine Wunde. Ey, soll ich mal hier so eine Hütte jetzt mal hinbauen? Da vorne ist ja das Wasser. Auch ein Vorteil, ja. Hier ist auch Wasser, okay. Machen wir das. Okay, das mit den Wunden ist natürlich direkt frech, ne? Hast du alles dafür? Ja, ja. Wir wollten uns hier ein bisschen mehr niederlassen, richtig? Ja, ja, definiere mehr, also ja. Ja, also reicht schon, ja, also das wird da jetzt vielleicht noch zwei Platten und dann reicht ja. Ja, genau, also ich. Also nicht zwei, keine, also zwei, wir brauchen keine zwei Etagen. Nee, nee. Wir haben übrigens immer noch lange nicht meinen Malus abgebaut wieder. What? Ich habe jetzt die Hälfte von meinen Zehen. Nee, nicht von meinen Beinen, von Level XP. Ach so, krass. Ja, den habe ich durch Sammeln schon gehabt. Okay. Okay, das heißt, wir bauen uns jetzt hier so eine schöne Hütte auf. Okay, haben wir. Ist das safe, so wie das da steht? Ja, ist safe. Also hier fehlen vorne noch so zwei Stelzen, hätte ich jetzt gesagt. Nein, das steht alles nur auf einer. Safe! 100%! Okay. Du kannst ja jetzt die Teile hier reinsetzen. Ich guck mal, ob ich ein. Ja, ich. Was können wir reinsetzen? Die Schlafsäcke. Ich setze hier die Schlafsäcke rein. Ich kann eine Werkbank bauen. Ich baue mal eine Werkbank. Achso, ich muss noch eine Tür reinsetzen. Zählt nicht. Ich
Erscheinungspunkt setzen. Okay, erledigt. Okay, das heißt, bauen wir die Werkbank hier hin. Nice. Und dann kann ich Holz, eine Häutungsbank bauen. Jo, moin. Okay. Und dann kann man dann die toten Tiere hier hinbringen, oder was? Alter. Die toten Tiere? War das so? Keine Ahnung. Mit dieser Häutungsbank, die macht ja dann irgendwie übelst krass viel, Bär! Bär! Oh Gott. Was sagt der Junge? Tür zu! Bär! Der haut die Tür kaputt. Okay. Wir geben ihm einfach Headshots. Durch die Wand durch. Scheiß drauf. Oh, er hängt in meinem Baum. Wo kamst du denn jetzt eigentlich her, du Pimmel? Oh, ich hab doch die... Der hat ganz schön gefressen, der Boy. Bevor du den auseinander nimmst. Wolf! Alter, die hauen alle unser Haus kaputt. Was ist los mit euch? Oh, Level 38, der hält ein bisschen mehr aus. Ja, super, stop shooting at me. Die Häutungsdingens ausprobieren. Guck mal, ich baue die mal eben. Ich leg mal hier in die Hütte ein paar Pfeile. Ich habe nämlich noch so 90. Das ist gut. Wo kamen die denn jetzt alle her? So, hier fallen lassen. Ich glaube so eher, die liegen hier vorm Lagerfeuer. Ich glaube, die sind, als du die weggeschmissen hast eben, Peter, von dem Wind erfasst worden und direkt weggeflogen. Meinst du? Ja. Weil ich habe die gerade abgelegt, die haben jetzt noch 80% Verfall. Okay, dann nehme ich doch 70. Welche. Also die gehen echt schnell kaputt. Oh, du hast einen Trinkschlauch gemacht, nice. Danke. Ja, ich habe 3 Trinkschläuche in der Werkbank. Okay, ich heute jetzt die Tiere jetzt nicht, ne, weil du so einen komischen Häutungs... Nee, der Tisch, den kannst du mitbringen. Du kannst sie jetzt mal hier auf dem Tisch einmal gönnen. Ich kann ihn nicht mitbringen. Hä, warum denn nicht? Ich kann Sauerstoffblasen gemacht. Warte mal, hier, da, Hasenkadaver. Ich hab keinen Ingame-Sound mehr. Habe ich jetzt das gleiche wie ihr heute Morgen. Also wie das könnte Jay sein, dass du den Update morgen jetzt hast. Könnte sein, ja. What the fuck? Antilope, Puma. Oh, kann sein, dass man, du kannst einen Bären, kannst du, glaube ich, nicht machen. Tatsache, ey. Ich hatte genau das gleiche wie ihr. Was ist das für eine Scheiße? Das vom Mainboard. Den Wolf kannst du auch nicht tragen. Ich hab das, wurde mir nicht angezeigt. Hä? Okay, Wolf muss aber nicht gehen. Kannst du ja probieren. Ja, aber dann mach mal eben unser Haus direkt wieder fresh. Bevor irgendein Pimmel hier wieder uns angreift. Bearbeitet Tierkadaver vollständig zu Rohstoffen. Ja, genau. Der liegt hier. Verhalten für tragen, Peter. Das wurde mir aber nicht angezeigt. Ja, weil du Messer in der Hand hattest wahrscheinlich, oder? Ja, weil ich den Bohrer schon trage. Weil ich den Bohrer schon. So, guck mal, jetzt liegt der hier. Nice. Sepp, hast du denn noch die Questgegenstände, ja, ne? Ja, stimmt. Ja, warte mal, wo ist denn jetzt der blöde Wolf hin? Den Questgegenstand hast du nicht weggeworfen, oder? Nee, hab ich noch im Inventar. Wo ist jetzt der Kackwolf hin? Wird der nicht einfach direkt hier verarbeitet? Nein. Ja, nee. Ich hol mal was Neues zum Verarbeiten. Der ist eben weg. Ist der aus dem Haus geflogen? Der ist weg. Der ist ihn geklaut. Nein. Kann Peter jetzt mit dem Wolf um den Boden rum? Nein, ich höre auf Nreptap und fälle gerade Bäume drumherum, falls ein Waldbrand kommt. Wollen wir nicht abfackeln? Ja. Und nein, ich höre da gerade Christian wie gegen Wildschwein. Wolf und Wildschwein. Wolf und Wildschwein. Ja, ich komme. Feuer! Wasser, fuck nice. Einfach abballern. Einfach abballern. Ja, nice. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir die aus dem Wasser wieder rauskriegen. Ja. Okay, sehr gut. Oh, warte mal, ich kann auch. Aber Wildschwein, das gehe ich jetzt mal auseinandernehmen. Ey, Sepp, ich sehe gerade im Chat, der Mubot sagt, derzeit ist kein neues Event geplant.
Aber. Oh! Stimmt das so aber, gar nicht? Platz also, nächste Woche ist doch hier. Leute, wie sieht denn jetzt hier ein Wolf? Ich hab das so. Also, das ist ja nicht ganz richtig. Die ja? Challenge würde ich auch sagen, dass das ein Event ist. Ich weiß nur nicht, ob du den Mods das schon mal gesagt hast. Das doch, das haben wir doch schon vor Weihnachten sogar angekündigt, oder? Nur nicht mit wem. Ah ja, guck mal. Boah, Alter, 20 Fälle gibt es direkt. Oder? Nichts warum 20 Mittwoch. Fälle? Das ist super viel für einen Oh Wolf. Mein Gott, ich bin ja noch ein Blutmich-Idiot. I have infection. Infection! Boah, das erinnert mich direkt wieder an Disco Elysium, wo ganz viele mit diesem französischen Akzent sprechen. Echt? Du hast Durchfall! So. Ja, mein Gott. Durchfall! Achso, Crash Team Challenge ist kein Event. Hallo, was seid ihr denn für Snobs? Wenn Crash Team Challenge schon kein Event. Hallo? Ich glaube, ich sehe einen Mammut. Wie heißt da? Okay. Oder ein Büffel? Mammut? Das sieht aus wie ein Mammut. Ja. Hat jemand noch Steine? Ich würde gerne eine Feuerstelle so, bauen, Mammut, die schneller unser Essen macht. Ja, ich guck sofort da. Sonst könnte ich. Nee, habe ich glaube ich nicht mehr. Ich habe die eben verarbeitet für das Feuerzeug. Das ich kann gleich noch Steine. Vielleicht ist es auch ein Elefant. Scheint nicht böse zu sein. Okay, das ist richtig nice mit dem Auseinandernehmen. Weil ja, bleiben die Rohstoffe dann auch da drin. Cool. Da sind jetzt 30 Felle drin und 40 Leder und das ist richtig viel. Also du hast keine Steine mehr, aber wieso ist mir die voll? Oder? Ich habe keine Steine mehr. Aber, was ist denn mit diesem Oxy, schieß mich tot. Ich hatte nämlich in der Werkbank ist noch übrigens noch ein Trinkschlauch und ein Sauerstoffblase. Oh, Sauerstoff habe ich noch nicht. Oh, ich auch noch nicht. Da müssen wir mal gucken, wie wir die wieder voll machen. Ich habe hier noch übrigens mehrere Fächer. Wolltet ihr nicht die Fächer haben? Wieso habe ich die? Du hast mal welche gemacht, ja. Aber brauchen wir jetzt erstmal, also brauche ich. Ja, nicht so. Ich leg dir jetzt hier hin, ja. Keiner kommt jetzt gleich an von wegen, mach mal schnell einen für mich, bitte. Aber Peter, hast du Steine? Nein. Habe ich Steine? Keine Moment. Steine hier. Nee, ich sehe keine Steine in meinem Inventory. Hier hat doch jemand Steine abgebaut. Ich sehe das doch. Ja, ich hatte eben Steine abgebaut für das Lagerfeuer. Okay. Also Trinkschlauch ist, glaube ich, ganz einfach. Damit muss er einfach ins Wasser hüpfen, scheinbar. Ja. Der ist bei mir voll. Dann siehst du da so einen blauen Kreis und daran siehst du, wie voll der noch ist. Ist mein Inventar voll, deine Mutter. Brauche ich denn noch Leder und Knochen? Ja, das haben wir doch en masse. Ich hatte schon 403 mal Gyros. Boah, geil. Am Wochenende krieg ich wieder Gyros. Okay, gib mir nochmal deine krassen Tricks mit dem, mit der Trinkflasche. Konsumier linke Maus. Bei mir war die einfach voll. Nicht. Okay. Wir schreiten da so. Kannst du den aus dem Ding trinken? Ah, ich muss. Du musst trinken, tatsächlich, damit die auch voll geht. Ach so, okay. Also du musst trinken. Ich hab da so eine Frage. So, ich, ja, ich hab keine Steine, Sebastian. Wollen wir noch Eisen schmelzen oder nicht? For what? Würde Kimi Räikkönen jetzt sagen. War jetzt meine Frage für Axt und keine Ahnung. Also gut, wir bräuchten erstmal Eisen, ne? Ja, also eher nicht. Eher so nicht. Okay, ich baue mal eben noch eine Feuerstelle, also einen richtigen Kamin. Mal irgendwann bumst unser Haus. Oder? Ich habe hier gerade den Oxidator gebaut. Achso, klang gerade so, als wenn irgendwas unser Haus rammen würde. Oh, warte mal, du kannst die Rohstoffe auch hier reinlegen, Mensch. Ihr seid ja smart. Alter. Nee, die liegen, glaube ich, noch da drin, aber egal. Ich leg da gerade auch welche rein, damit ich die nicht in meinem Inventar rumschleppen genau, muss. Genau, weil ich hatte übelst viel Holz einfach hier auf den Boden geworfen. Okay, wie macht man den Schlauch voll? Diesen Sauerstoff. An Sauerstoffgerät, oder nicht? Ja, da bin ich dran, ich hab's jetzt benutzt. Der Gerät. Ist aber nicht voll. Okay, Jungs. Unser Haus ist zu klein. Und der Ottifant jetzt? Ein Ottifant finde ich auch gut. Ja, ich glaube, der ist nicht böse. Ich glaube, der ist cool. Echt? Na, irgendwie nicht so optimistisch. Wir brauchen einen Oxidlösungsmitteltisch, Christian. Oh, schön.
Kannst du den machen? Aber wieso kann man... Nee, aber wieso kann man denn dann die Sauerstoffblase... Also normal baut das ja immer alles auf. Du musst irgendwie erst die Werk... Also die Bank lernen und dann kannst du irgendwie den nächsten Schritt machen. Wieso kommt denn die Sauerstoffblase einfach so? Ja, das ist komisch, ja. Shit. Ja, Oxidlösungsmittel. Ach, das geht direkt von der Werkbank aus. Ein effizienterer Oxidator zur Verarbeitung von Oxid zu Sauerstoff. Jo, na gut. Next time. There will be no next time. Okay, dann baue ich hier noch ein bisschen, erweitere ich unsere Hütte. Also ich bin am Start. Ja, fertig. Für? Um die Quest zu machen. Ja, aber lass mich noch mal eben die Feuerstelle bauen, bitte. Ja, wofür? Die habe ich jetzt gebaut, Alter. Kannst du eben eine Minute warten. Okay. Guck mal, Peter, nur für dich. Oh, man nutzt das Wasser automatisch. Das geht leer bei mir. Oder stimmt. Hat meine Trinkflasche ein Loch? ja, stimmt, mein Trinken geht aber auch weiter runter. Ja, wie dumm wäre das denn? Also ich bin bei 81% Wasser und meine Trinkflasche geht wirklich... Warte mal, hier steht doch. Verschafft ihr beim Verbrauch 15 Sekunden lang den Modifikator Kühlung. Die Probe Konstante. Da steht es auch drin. Er verliert allerdings mit der Zeit Wasser. Du kannst es auch offen benutzen. Das bringt uns dann ja gar nicht. Das verliert ja so schnell Wasser, wie ich mein Trinken verliere. Hm? Ja, ich verstehe es auch nicht. Wofür soll das denn dann gut sein? Guck dir das Meisterwerk an. Was hast du denn jetzt gemacht? Ja, einen Ofen gebaut. Ah, nice. Richtig gut aus. Guck mal, Peter, das ist die Reaktion, die ich erwarte. Oder, ey. Hat jetzt jemand noch Fleisch für mich irgendwie oder so? Da ist noch Fleisch im Dings. Ah, guck mal, da können wir das ja da. Nehmen zwei mit. Ja, die zwei bringen doch dann auch nichts, oder? Also, ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade einen Denkfehler habe. Ja, aber die gehen ja dann gleich schnell leer, genau. Ja, genau. Das stimmt. Das ist jetzt nicht so Smarty Max Smartface. Aua! Au! Alter, wo hast du dir denn den Fuß gestoßen? Irgendwo, ich bin aufgestanden. Achso. Ich glaube, Christian hat Rücken aktuell oder so. Aber ein bisschen. Nee, ich habe Beine. Ein bisschen Muskelkater. Wovon? Christian, mal trainieren. Wie, wovon? Von. zu lange sitzen. von Sport. Das ist die Gicht, die hat schon eingesetzt. Achso, Christian, konntest du deinen Langbogen jetzt eigentlich machen? Ach ja, stimmt, das wollte ich machen. Also, das. Wenn Christian das tut. Eins, zwei. Sind in der Werk. Ne, nicht vier. Zwei, also laut vier. Chat verliert man schneller trinken, als die Trinkflasche trinken okay. Verliert. Okay. Sind zwei in der Werkbank. Nice. Guck mal, kann ich meinen alten Gummelbogen ja hier reintun? Was ist denn an dem Langbogen eigentlich so viel geiler? Warte mal. Ach, der hat bestimmt mehr Projektivschaden. 300 Feuerrate. Okay. Kann einer noch Pfeile machen? Wir müssen doch das Haus auf Stützen setzen, also, ich hab da eben ganz viele Pfeile irgendwo hingetan. Ich hatte eben 90 Pfeile oder sind alle weg. Ah, Peter, die 5, alle. Warte, ich hab noch 45. Die droppe ich jetzt. In die Feuerstelle. Oder die im Feuer. Nein, nein, nein. Alter. Ich schwör's dich. Also, wir können scheinbar... Dunkel. So eine Wasserflasche erforschen und herstellen? Hey, wir haben noch eine Wasserflasche oder noch eine andere? Wir haben, gibt bestimmt noch bessere. Also, ich glaube nicht, dass dieser Magenbeutel, wo man Wasser reinfüllt, das Beste ist. Jungs, wird gerade wieder dunkel. Mhm. Cool. Ja, dann gehen wir gleich mal schnell. Ja. Voll weit gekommen. Hier ist noch Fleisch drin, das können wir in der Zwischenzeit in eine Feuerstelle packen. Nee, tu die nicht große, das geht viel schneller. Achso. Das dauert nur drei Viertel so lange. Achso, wir können erst in einer Stunde schlafen. Also in. Ja, lass uns doch einfach nur. Guck mal hier. Gut, dass ich hier schon liege. Ja, ich geh mal eben was zu trinken holen. Oh, ich höre einen Elefanten. Ja, hier ist auch einer, das ist voll dangerous. Das ist eigentlich meine Fackel. Elefant? Ja, kein Ernst.
Achso. Dann nicht. Reingelegt! Kein Ernst. nee, im Ernst. Jetzt nur noch, das ist das magische Haus, ey, was auf einem. Ja, keine Ahnung, wie das gehen kann. Ich glaub, wir brauchen noch Dioxid, ehrlich gesagt. Oh ja, stimmt, das können wir mal ein bisschen abbauen. Ich hab so Schiss hier vor den Tieren. Reh, okay, Reh ist okay. Reh ist okay, ja, ist okay, Reh. Warum? Ich würde sagen, guter Cliffhanger jetzt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Rein. Ich bin schon wieder ein Bär, das ist so geil. Moment, wovon werde ich gesehen? Schlafen einfach. Können wir immer noch nicht. Sind wir noch. Von dem Hersteller ist. Alter, wie viele Tiere laufen hier rum? Verpisst euch! Will hier Ruhe mein Oxid abbauen. Jeder ist auch so ein Netter. Ich hab Angst vor dem. Dankeschön, Yoshi Hohirox, fürs Verschenken von 5 Subs. Danke. Also, wir haben jetzt 18 Uhr. Ja, wir sind unterwegs, Junge. Chill mal deine Live. Was war das für ein Geräusch? Schnarchen von Sepp. Ja, glaube ich auch. Wo soll ich einen Eisenspeer eigentlich? Ach nee, können wir nicht. Wir haben noch keinen Eisenspeere Eisen. Zacken, Bro. Also Speere sollen zacken. Echt? Hat der Chat gesagt. Aber für Messer musst du so nah ran. Ich dir immer noch? Hallo, könnt ihr mal aufstehen, ihr faulen Säcke? Ich muss mir gerade die Kochstelle angucken. Ah, ist schon. Haben wir schon geschlafen? Ah, ja, wir haben schon geschlafen. Da ist auch ein Stößel. Damit kann man Mehl und Knochen machen. Auf zur Höhle. Man verliert echt gar nichts beim Schlafen. Das finde ich cool. Bär. Tschüss. Im Wasser. Aua, der hat mich gehauen. Ich bin am Haus. Ja, ich schieße auf ihn. Headshot. Lol. Der schießt mich hier auch durch die Gegend. Aua. Alter, der läuft aber rein hier durchs Wasser. Headshot. Kite den einfach. Ja, ja. Ah! Der ist immer noch bei dir. Ja! Oh nein, ich dachte, ist der tot. Nee, ich dachte tatsächlich kurz, er wäre auf mich gegangen, aber ist er nicht. Ja. Machst das, ne? Okay, dann hol ich Chris. Wie, was? Hä, lebt er nicht noch? Hä, der hat doch die Akku auf mir. Chris sagt das nie, wenn der stirbt, der ist immer sneaky unterwegs. Nee, aber der Bär. Der Bär würde noch leben. Achso, ne, der hat auch nicht gesagt, dass der gestorben ist, der Wichser. Ja, deshalb. Der ist tot. Das habe ich nicht mitbekommen. Ich habe nur mitbekommen, dass der mich als Agro genommen hat. Ich glaube, ich hab Christian, glaube ich, einmal getroffen mit dem Pfeil. Es tut mir leid. Ja, das macht nichts. 110 Damage habe ich dir gemacht damit. Peter hat noch keinen Langbogen. Ja, ich glaube, keiner hat einen Langbogen, oder? Die sind doch, in klar. Der Werkbank. Die sind in der Werkbank, hat Christian auch gesagt. Ja, sag ich doch. Gib mir jetzt ein Steak. Und dann ein bisschen. So. Ein bisschen Luft. Ich habe kein Oxid. So, schon ist alles wieder gut. So wie vorher. Als wäre nie was passiert. Bin nur kurz hingefallen. Ja, kann ja mal passieren. Ja, stimmt, gut, dass Peter noch den Langbogen noch nicht hat. Sonst hättest du Christian direkt weggemacht. Ich weiß gar nicht, ob der so viel. Also, puh. Wie kann ich dem denn jetzt sagen? Lade bitte Munitionstyp. Ah ja, danke schön. Hattest du vorhin wahrscheinlich auch schon gesagt. So, bitte auf Knochenpfeile umsteigen. Jawohl, danke schön. So, jetzt können wir. Habt ihr den Bär zerlegt? Ich nicht. Was? Ich glaube selbst schon. Der Bär ist tot. Der Bär okay, ist habt tot. Ihr den auf die Schlachtbank gepackt? Das wollte ich nee, wissen. Nee, den kannst du nicht auf die Schlachtbank packen, der ist groß. Ah. Ja, der hat nochmal Glück gehabt.
Nochmal Trinken auffüllen. Ja, das können wir ja da unten in der Höhle machen. Hast du nicht die Wasserflasche dabei? Ja, also so weit müssen wir jetzt nicht. Ja gut, vielleicht ist die Höhle aber... Oh, also warte mal, habt ihr euren Spawn gesetzt? Ja. Eigentlich nicht. Boah, ich bin mir unsicher gerade, ehrlich gesagt. Chat, habe ich meinen Spawn gesetzt? Hast du so ein Haussymbol, wenn du auf diese Dinger da guckst, gehabt? Dann ja. Ja, weiß ich nicht. Okay, Level 40 Wildschwein. Ach komm, leck mich doch. Ich halte mich für einen Typen, der das gemacht hat. Habe ich das auch gemacht? Also ich nicht. Schätze ich mich richtig ein? Ja! Sehr gut. Sehr gut, ich wollte nur sicher gehen, dass ihr das auch habt, weil... Ja, ist ja gut. Das. Alter, hier kommt ein fetter Hirsch. Die sind ja nicht schlimm. Was kennst du da, Christian? Ich habe einen Reh angeschossen. Alle Rehe, okay. Ja, dann ist der Rest... Da vorne ist die Höhle. Die sehen wir ja jetzt von hier aus sogar schon. Ich habe ein bisschen Schiss. Jedes Auge könnte hier das Oberkiller-Vieh sein. Nee, das sind alles Rehe. Hm. Super. Die Höhle hat zwei Eingänge. Rechts ist ein Wolf. Rechts und links. Oh Gott. Warum gehen die mal auf mich? Ich bin schon wieder low. Hä? Hä? Was bleibt der steht? Ich kann nicht mehr schießen. Ich hatte keine Munition, ich hatte keine Ausdauer mehr. Also die ich bin Level 10 jetzt auch. Fahren, da ist noch eine Gänse, okay. Nice, Peter. Ja, ist Peter. Das sind vielleicht zwei verschiedene Höhlen. Da ist noch ein Wolf. Fuck you, okay, du kleine miese Ratte. Komm her. Weggefickt habe ich dich, Junge. Wow. Der Messer im Kopf ist dann doch recht effektiv, oder? Ja, allerdings. Kommen die denn hier aus der Höhle raus? Kann sein, dass die ganze Zeit da spawnen, oder? Ja, okay. Dann jetzt nochmal hier schön einen abtrinken. So. Ja, let's Verbände go, ne? Stellen ja kein Leben wieder her, ne? Ne, ich glaube nicht. Ja, das ist doof. Ich geh mal vor. Ich hab halt nur ein Drittel. Wir müssen noch Leben links in die Höhle rein, oder nicht? In der falschen Höhle? Ja. Boah, das würde ich so jetzt echt. Auf der Map würde ich sagen, ist halt eher so die linke Höhle und nicht die rechte. Ja, geh mal links rein. Die sah auch. Wait, auf der Map sieht das bei mir eher so aus, als wäre das die rechte. Vielleicht gehen die ja in eine Höhle über. Ja, das kann natürlich sein. Ich hatte bei mir auf der Map gerade noch so einen Kreis zusätzlich. Ach scheiße, einer muss Fackel nehmen, ne? Ich hab mir natürlich eine Fackel gemacht. So. Ich auch nicht. Oh shit. Wo sind die Laserviecher? Oh, das ist ein Pult. Hier ist doch. Sobald die spawnen, renne ich wieder ein Stück nach hinten, ja, ja, ne? Alter, das ruckelt gerade so hardcore bei mir. Wollen wir das Eisen hier vorne abbauen? Ja, mir ruckelt's gar nicht. Ja. Nee, wollen wir nicht. Was? Nein, wollen wir nicht. Okay, wollen wir nicht. Okay. Moment, muss ich jetzt hier runtergehen oder hier rechts rum? Links. Ich glaube, rechts kommst du zu dem anderen Höhlenteil, wo wir gerade auch hätten reingehen können. Ja, okay, alles klar. Ich glaube, ihr hattet recht, das ist halt eine Höhle. Oh Gott, das hier hat. Okay. Ich glaube, er lädt die Wüste bei mir gerade. Hier sind gar keine Viecher drin. Hier ist nochmal Wasser. Ja. War sauberes Wasser. Hier ist ein Buff. Ist hier das Ende? Nee, oder? Wait, bohre durch den Freisturz. Setze den Bohrer ein. Ah, da oben. Komm rein. Geil. So, und jetzt erfordert der... Wait, der fordert, glaube ich, den Scheiß, den du hast, Sebastian. Okay, das heißt, wir müssten eine Solaranlage aufbauen. Grabe einen Schacht durch den Fels. Drück mal F auf den. Naja, drücken, verwenden. Kein Netzwerk. Erfordert 1000 Strom. Was? Ich vergebe mir hier meine Talentpunkte. Also da steht Fuel, keine Netzwerkverbindung und erfordert 1000, steht bei mir. Der hat keinen. Ja, was hast du für ich Sachen? Ich hab einen Solarkollektor. Vielleicht müssen wir ihn draußen aufstellen, aufladen lassen. Oh, yo, das ist doch klar. Die müssen wir da stehen lassen, bis der voll ist. Und dann hat er 1000 Strom. Ja, ja, cool. Versorge den Bohrer mit Strom, grabe einen Schacht durch den Felssturz, nicht Freisturz. Wie kann man denn ein Kabel legen? Nee, ich glaube, der hat einen Akku quasi integriert. Ja, aber oder der Chat sagt, Kabel zum Ausgang legen. Ich weiß nicht, wie man Kabel legt. Ja, nicht.
Was heißt mal, kann einer mit der Fackel mit mir rauskommen? Weil ich hab keine Fackel. Das hat Sepp. Sepp hat das zum Kabel. Ich kann hier, hier, warte mal, hier, Bob. Sebastian, komm nochmal zurück, bitte. Warte mal, ich hab du hast irgendwas zum Nimm erst die Fackel auf, die ich dir hingeschmissen hab. Irgendwann mit Cables hast du. Ja, danke, Christian. Nee, ich hab nur Solarkollektor. Nee, zwei Sachen hast du vorhin vorgelesen, hättest du aus der Questkiste genommen. Aha. Electricity Tool oder so heißt das. Aha. Alter Sebastian, ist das an deiner fucking Leiche? Muss jetzt erstmal raus. Ja, die ist aber nicht mehr da, wenn ich das richtig. Ah doch, die ist noch da. Eure Leichen sind noch da. Oder? Ich muss jetzt erstmal. Zwei sehe ich noch. Erstmal muss ich raus, ne? Da muss ich ganz schnell weit wegrennen, glaube ich. Ja, pass aber auf, dass du nicht gefressen wirst. Ich stelle hier mal so einen Solarkollektor auf. Ja, jetzt ne? Lederrucksäcke machen. Ah, ist das schön! Geh jetzt mal zu deiner Leiche. Nee, ich muss erstmal ins Haus gehen, weil vielleicht liegt das auch im Haus. Sind die Questgegenstände nicht mit so einem fetten gelben Rand? Nee, sind die nicht. Der, meiner war das wohl. Echt? Bin ich. Mhm. Was ist das? Du hast den auch nicht unten in deiner Leiste, oder? Nee. Das kann auch sein, stimmt. Manchmal. Bei G habe ich. G das sind Fäuste? Sein. Nee, was sind. Was ist G? Bei G ist bei mir gar nichts. G ist bei mir leer. Da bei war G der Bohrer. Bei G ist bei mir auch so umrandet, aber da ja. ist nichts drin. Ach so. Okay. Aber wie viel Strom haben wir denn schon? Ich will ja nicht sagen, Peter, aber die das? Sonne ist da, ne? Also ich hab das Ding nicht aufgestellt. Hä, ich weiß nicht, was der sammelt, aber. Hey, jetzt wollt ihr mich verarschen jetzt hier, oder was? Das ist genau die falsche Richtung. Der wandert halt. Jungs. Ja, warte mal, aber das ist ja kein Thema. Kann man das wieder abbauen und wieder. Ja? Okay. Dann werde ich jetzt mal ausprobieren. Na, Wetter-Event kommt jetzt. Regen. Schön. Oh mein Gott. Immerhin. Ich seh schon. Ich ja, so ist gut. Bisschen mehr noch hier. Ja, bisschen mehr noch. Bisschen mehr zu deiner Rechten drehen. Ja. So super. Bisschen schief, aber. War. Ja, so wird doch jetzt hier die Sonnenenergie schön aufgefangen. Also, Christian, seine Leiche sehe ich. Peter, seine Leiche sehe ich. Vielleicht hast du von dir alles mitgenommen. Ich habe von mir Sachen dagelassen. Lol, da kommt. Mir fällt hier was an. Eine Leiche sehe ich nicht. Wie gesagt, vielleicht hast du von dir alles mitgenommen. Bist du alle Items in deinem Inventar durchgegangen? Ja. Die fängt jetzt an zu regnen, ich geh mal rein. Ja, ich auch. Boah, hier ist so dunkel. Hm. Ist das ein Warzenschwung? Ja, warte, ich habe ja hier so. Boah, hab ich die gegeben. Ah, lol, Alter, an der Werkbank muss ich die Textilienbank machen? Um ja, an der Textilienbank den Lederrucksack zu machen. Shit, ey. Und hier unten ist Peter sein Ding. Ich hab noch Peters und Christians Ding gefunden. Du hast aber auch beide Sachen aus der anderen Kiste rausgenommen, oder? Ja, ja, die mitgenommen hatte ich die Sachen auf jeden Fall. Warst du schon beim Haus? Ich war am Haus. Okay. Wenn deine Leiche zerstört wurde, ist sie vielleicht wieder in dieser Kack-Kiste? Wäre jetzt meine Hoffnung auch. In der zweiten Kiste, die hier in der Nähe war, ne? Oder war das die weiter hinten? Ne, das war die weiter hinten. Ach, ich geh mal in die rechte Höhle. Okay, wie sicher bist du dir, dass du alles durchgegangen bist? Peter, ich kann ja meine Sachen hier auch vorlesen. Also, das, ich weiß halt noch, wie es aussieht ungefähr. Okay, also du kannst dich dran erinnern, das mal gehabt zu haben. Ja, ja, ich kann mich dran erinnern. Ich habe ja auch die beiden Sachen da rausgeholt. Okay, gut. Aber bei G, auf Platz G. Habt ihr? Nix. Du kannst das ja bei mir im Stream ja sehen, das wie das bei mir Stick aussieht. Ja, genau. Ja, warte mal. Das was mal an. Nicht, dass auf G bei mir das jetzt drin ist, aber nicht angezeigt wird, weißt du? Mhm. Weil ich habe da kein Symbol drin, aber ich habe da so einen goldenen Rahmen drum. Ja, das habe ich aber auch. Und wenn du aber G so drückst, was passiert dann? Das. Okay, warte, bisschen Delay hier im Stream. Du hast einfach nichts in der Hand. Genau, hast einfach nichts in der Hand. Bei mir ändert sich dann aber das Fadenkreuz. Na
Bei mir nicht. Nee, bei mir nicht. Okay, dann könnte das sein. Punkt. Der Chat sagt aber, das ist kein G-Item. Das ist doch, ist das nicht tragen? Was hab ich denn jetzt? Also nicht, dass ich da widersprechen will, aber der G-Slot ist doch zum Tragen, oder? Also ich habe da halt ein anderes Farbenkreuz. Ich habe zwei so größer, kleiner Zeichen und in der Mitte einen Punkt. Geil, Regen und Sturm. Okay. Die Höhlen füllen übrigens doch zusammen. Das ist sonderbar. Ich komme mal eben zu dem Kollektor. Da müsste ich ja eigentlich an dem Kollektor was klicken können. Wenn ich das, also wenn das ist, dann müsste ich den ja anklicken können und quasi dann so ein Kabel ziehen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber müsste ich ja ein Kabel ziehen können oder so, ne? Was kommt da angelaufen? Das, was Sepp meint, ist, weil der am Sneaken ist. Ne, wenn die Sneaker habe ich nicht größer. Deiner Dinger. Das Fadenkreuz hat Peter beim Bogen auch. Ja, das stimmt. Beim Bogen habe ich das. Aber nicht. No. Ja, stimmt. Wenn ich vom Bogen auf G wechsle, habe ich das auch. Okay. Okay, das hat das schon mal nicht. Ja, wo sind jetzt die Wires? Hast du die vielleicht gedroppt auf dem Boden oder so? Alter, ich, durch eine fucking Lungenentzündung wirklich, bin ich... Wirklich ist das? Keine Ahnung. Ich bin komplett am Arsch. Jetzt krieg ich Schaden vom Sturm. Alter, nö. Wenn der Sturm mal bald vorbei ist, und ich gehe da glaube ich auch noch mal gucken. Das Problem ist, ich habe echt wenig Ausdauer. Also, ich habe in die Werkbank einiges getan, da ist nichts drin. Also ich gehe noch mal gucken, ob ich irgendwo die Kiste finde, wo ich gestorben bin. Beziehungsweise, aber ja, auf der Map ich auch noch mal mithelfen. Was auf der Map sehe ich aber nur zwei Dinger, richtig? Nur zwei Toten. Sachen. Ja, ich sehe auch nur noch zwei Dinger. Aber meins, weil wie gesagt, ich habe nicht alles eingesammelt. Ja. Ich habe alles eingesammelt. Eben, dann sind da meins und selbst. Mhm. Das ist ein Bärscheiße. Weggeschmissen habe ich aber eigentlich nur Holz und Dingens. Das war in dem zweiten, in dem ganz rechten, ne? Wer wird da, wer kämpft? Ich nicht. Alles gut. Ich bin alles gut. Ich höre einen Bär. Alter, du Kack-Scheißwolf, Junge. Treffst du nicht mit dem Messer? Ja, ich hab den auch ganz schwer nur getroffen. Der Bär ist da hinten an der Felswand, Christian. Links von uns an der Felswand. Ein bisschen Abstand dazu halten wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Stimmt, ich sehe. So, meine Kiste war hier unten. Hier an dem Stein. Und die ist nicht mehr da. Hä, doch. Meine Kiste? Ja, die Kiste lag hier noch. Die habe ich vorhin geguckt. Hier ist sie. Wo? Genau hier, vor mir. Bei mir ist die da nicht mehr. Bei mir ist sie da. Oh, also 54 Holz dran. Nice. Bei mir sehe ich die nicht da. Das ist ja faszinierend. Vielleicht sehe ich ja deine Kiste. Na du, ey. Sagen. Also ich sehe auch Peters Ding, was hier liegt mit 54 Holz. Okay, what the fuck? Aber da das Ding ja auf der Map nicht angezeigt wird, wäre das ja komisch. Also, oder? Also bei Peter, bei dir ist es ja auch nur. Nee, bei mir werden eure beiden Leichen angezeigt. Wir werden nicht meine angezeigt. Die oben sind. Ja, genau. Und Peter war unten. Hä? Na, Christian sein ist so, hier. Wo war das denn? Hier, also ich bin. Also hier ist Christian sein, ne? Ja, genau. Ich sehe auch hier beide eure. Die Symbole sehe ich so, auch. So, und die hier war mein Ding. Hier. Ja, sehe ich auch noch hier.
Hier. Ja, das sehe ich nicht. Da sind die 54 Holz drin bei mir. Okay. Hä? Hier ist für mich gar nichts. Ich hab das mal eingesammelt. Okay. Hab ich das Quest-Item nach dem Tod noch gehabt? Ja, ich hab das auch aufgesammelt. Den Bohrer hast du doch aufgesammelt. Achso, das meinst du? Nee, der. Den haben wir eingesammelt. Okay, den hatte ich nicht nach dem Tod. Nee. Okay. Ich würde frech behaupten, wir müssen das Ding nochmal holen gehen. Jetzt kann man einfach so. Ich meine, das ist ja nicht weit weg. Was meint ihr, Chat? War das die Kiste? Die erste oder die Kiste? Die Kiste wird doch noch auf der Quest angezeigt. Ja gut, beide Kisten werden auf der Quest angezeigt und den Bohrer haben wir ja genommen. Ich geh mal zu holen. Ich glaube, das ist die grüne bei Blau, ist der ehrlich gesagt. Ja, genau. Der grüne ist der Bohrer. Das war ja der erste, den wir eingesammelt haben und der erste, den wir gefunden haben, quasi. Und wir müssen zum Blauen. Ja, komm. Dann müssen wir halt nochmal zum Blauen gehen. Ach, da war das. Okay. Also, falls es dann gedroppt wurde, weil ich habe ja, Stöcke und Holz habe ich ja weggeworfen. Also falls er da am Boden liegt, ist das weg. Genau, aber wenn es dann despawnt, wäre es ja nur sinnvoll, wenn es dann in der Kiste wieder spawnen würde, oder? Ja. Würde ich auch so sagen. Kann man nicht gerade in die Luft schießen? Nein. Vielleicht kommt er die wieder runter. Jetzt kommt er runter und trifft Sepp auf den Kopf. Also du schießt aber nicht genau gerade nach oben. Du schießt ein bisschen nach vorne. Chat sagt, in den Questkisten respawnt leider nichts. Ja, wir müssen es trotzdem probieren, wenn das Ding da jetzt nicht drin ist. Wenn das da nicht ist, dann müssen wir wegfliegen und die ganze Mission neu starten. Ach, als ob, Alter. Chat, seid mal bitte ein bisschen normal. Das ist im Ausloggen anderen Haus. Und einloggen. Naja, geht im anderen das? Haus kann ja eigentlich nicht. Nee. Weil wir haben die Sachen nach dem Tod nicht gehabt. Genau. Kann ich mich hier einfach ausloggen? Ihr bleibt hier drauf und ich komme wieder rein und dann sind ein paar Fehlerchen weg oder so? Glaube nicht. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel die Funktionalität hat. Wäre natürlich awesome. Ich meine, das kann man zumindest auch noch probieren, bevor man komplett aufgibt. Laut Reddit respawnen die in der Kiste, schreibt Seppi hier. Guck mal, das sind doch hier, das sind doch mal die positiven Meldungen, die wir lesen wollen. Auch wenn sie nicht stimmen, aber das wollen wir lesen. Ja, genau. Der Stream läuft heute in 936p, weil dieses Spiel schwierig ist bei den Bitrate-Beschränkungen. Das siehst du auch an meiner Facecam, die nicht so qualitativ hochwertig ist. Genau, falsche Hoffnung ist besser als keine Hoffnung. Ja, die Cam ist nicht schuld. Ich habe die ganze Zeit nur halbe Ausdauer, weil ich irgendwie mir eine Lungenentzündung zugelegt habe. Ja, was zum Regen spielen? Eigentlich nicht. Die ist gekommen, als ich drin in der Höhle war. Aber vielleicht ist die Höhle halt auch feucht. Vielleicht kann man sich da auch eine Lungenentzündung holen. Da war doch der Teich. Vielleicht bist du da reingegangen und dann kriegst du die. Guck mal, hier sind Kabelchen drin. Guck mal, wirklich? Ja. Ach, Gott sei Dank. Abmarsch. Nice. Boah, ja, das ist gut. Das ist gut. Also die heißt, die sehen halt aus wie Kabel, ne? Das sind elektrisches Werkzeug. Sehr gut, sehr gut. Reddit hat nicht gelogen. Perfekt. Alles wieder gut.
Ja gut, dann wird das ja irgendwo despawned sein, ne? Also das heißt, ja, wurde irgendwo also, abgeworfen das, oder so. Genau, also als ich Holz und Dingens weggeworfen habe. Das heißt, wir könnten das jetzt ausprobieren, wenn ich die Dinge einfach mal hier ins Wasser werfe. Don't do it, Christian, don't okay. do it, my friend. Das hat ja wieder da, easy game. Christian hatte sie die ganze Zeit. Ja, jetzt kommen hier schon die Verschwörungstheoretiker. Ich bin an diesen Kisten nie dran gewesen. Zum ersten Mal so ein Missionsgegenstand benutzt. Nee, Christian, aber ich hab's ja irgendwo in die Kiste gelegt und dann hast du es rausgenommen. Ja, ja. Ich glaube, du hast halt nie in die Kiste gelegt. Ja, ich doch. Auch. Nee, ich befürchte leider auch nicht. Aber egal, wir haben es jetzt. Das ist das, was zählt. Laufen wir einfach wieder zurück, packen den Bohrer voll Elektrizität und dann gucken wir, was uns die Quest als nächstes sagt. Hat das so lange gebraucht zum Aufladen, das Solarpanel, oder? Was meint ihr, weil aus dieser Höhle rauskommt, wenn wir uns da reingebohrt haben? Ich glaube, wir kommen auf der Wüste auf der anderen Seite raus, weil auf der Map siehst du die Wüste dahinter. Ich glaube, da kommen Dinosaurier raus. Alter, das wäre geil. Alter, ich habe gestern Kong versus habe ich auf Social Godzilla Media gesehen. Alter Falter, das war nicht schon so dein Lieblingsfilm, hä? Ich fand mega geil. Alter, ich bin ja keiner, der mit Logik den letzten Godzilla-Film davor, den fand ich eigentlich auch ganz nett, wenn man einfach nur so riesen Viecher sehen will. Ja, aber also, fliegen in den Mittelpunkt der Erde. Also, ja, die Welt war awesome. Und dann geht Godzilla irgendwo an so eine Tür, wo seine Hand dran ist. Und dann macht er erstmal einen ID-Scan mit seiner Hand. Also. Ja, wen interessiert denn sowas, Alter? Da hauen sich die alle auf die Fresse. Die haben sich viel zu wenig auf die Fresse gehauen. Da war viel zu viel Bullshit war da zwischendurch. Ja, das ist bei den Godzilla-Filmen immer. Damit muss man klarkommen. Ja, Leute, das ist kein Spoiler, dass Godzilla irgendeine doofe Tür aufmacht. Ich glaube, die meinen er damit im Mittelpunkt der Erde. Nee, stimmt, den vorigen Teil habe ich gesehen gegen die großen Viecher hier. Ich weiß nicht gar nicht. Ja, der war auch geil. Ich fand die alle geil, die neuen. Der war cool. Also, der war von der Action auch wirklich ganz geil. Die fand ich halt auch ganz gut. Viecher, der gekämpft hat. Ich habe Nina den Film ja auch empfohlen, weil ich gedacht habe, boah, ne? Kong war eigentlich ganz nice, Godzilla war eigentlich ganz nice und. Kong Skull Island war richtig schlimm. Lass mal gucken. Den fandest du richtig schlimm? Ja. Wow. Ja. Krass. Das hat einfach der Allspark gefehlt. Ich Matrix 4, ja, den fand ich auch sehr mies. Das echt? Ist sehr belastend, leider. Oh, ich wollte den auch noch gucken. Ich habe jetzt aber zu Weihnachten nochmal Matrix 1 also und 2 geguckt mit Hani, aber wir konnten nicht mal über das Herz bringen, uns Matrix 3 anzugucken, weil wir dann damals Matrix schon 4. Wir sitzen in Matrix 4, der Vorspann ist durch, Werbung ist durch, weißt du dann. Licht fängt an auszugehen und dann gehen die Vorhänge noch mal so ein bisschen auseinander, damit sich das Bildverhältnis ändert. In dem Moment dreht sich meine Frau zu mir und sagt so, wie hat Teil 3 eigentlich noch mal geendet? Film fängt an. Ich so, ja, what the fuck? Ja, ist aber eine gute Frage, weil, wenn ich mich recht entsinne, ist Neo da irgendwie eins geworden oder ist irgendein Deal eingegangen mit den... Den Deal, ja. Mit, dem, gesagt, mit den Maschinen. Leute, nimmt mich und dann... Koffer 17 genommen. Genau, genau, nehmt mich, weil damit könnt ihr Agent Smith besiegen oder so. Genau. War echt weird. Aber der letzte Kampf war geil in Matrix Revolutions. Daran kann ich mich noch erinnern, aber das hat mich trotzdem nicht dazu gebracht, diesen ganzen Film nochmal zu gucken. Denn jede einzelne Szene in dieser komischen Menschenstadt ist einfach der absolute Oberdreck. Zion hieß die. Ah ja, stimmt. Kommt Zion so vor beim neuen Matrix? Mit dem Architekten und so, ne? Willst du das wirklich wissen? Ich will nur wissen, ob Zion vorkommt in dem neuen Matrix-Teil. Zion nicht, nein. Okay. Ich hätte es aber auch gewundert. Kommt Neuz. Zion rückwärts. Aber ist nicht der neue Teil jetzt quasi der erste Teil? Das sag ich mal? Nicht. Okay. Wir wollen hier keine Filme spoilern. Der ist ja auch noch nicht so alt. Und nee, Weihnachten gehen viele Leute nicht ins Kino. Boah, ich glaube, ich gucke mir den dann gar nicht erst an. Ganz ehrlich, wenn ich sowas schon höre. Nee, also gar nicht sehen. Kannst du dir den bestimmt geben. Ja. Also dafür ins Kino fand ich jetzt ein bisschen na, schade, aber auf Blu-ray kann man sich den bestimmt geben. Da waren auf jeden Fall ein paar Sachen drin, die wirst du ganz lustig finden. Ja, okay. Na gut. Ja, wie bringe ich denn jetzt die geilen Wires hier so an? Lass mal hier erstmal ein bisschen falsch. Fallen lassen. Fallen lassen will ich hier nicht. Was sagt denn die Beschreibung? Hilft die irgendwie? Beschreibung sagt. Wo sehe ich die Beschreibung? Drüber hovern oder so? Elektrisches Werkzeug. 0,1 Kilo. Christian, 100 ich würde frech behaupten, hier hinten ist so ein grüner Bums. Aber das leuchtet einfach die ganze Zeit. Kannst du das da dran klemmen?
Maus-Taste. Kannst du das in die Hand nehmen? Kannst du das unten in deine Liste backen und dann in die Hand nehmen? Ich schieß mal in die Leiste. Moment. Drücken wir mal die 0. Ah, jetzt hab ich's. Oh, ein Cables in der Hand. So, place wire. Ja, guck mal. Okay. Doch, das ist passiert. Ah ja, okay. Ah, ja, guck mal hier. Also, du kannst so zwischendurch so... Uiuiui. Wenn du zwischendurch linke Maustaste drückst, ist das dann wie so eine Pause? Also wie so, okay, jetzt... Ja, ja, der geht, glaube ich, maximal bis hier. Man muss immer neu klicken. Immer neu connecten. Wo ist denn der Engel da? Das ist so, also rückwärts laufen ist interessant dabei, muss ich sagen. Das sieht insgesamt auch sehr interessant aus. Pass auf, wir haben gleich zu wenig Kabel und müssen nochmal neu holen. Das ist auch nicht. Können wir das blocken? Nee, oder? Nee. Ich frage mich, ob während das Ding geladen wird, da dann auch wieder 1000 Gegner kommen und wir müssen den Bohrer beschützen. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Oh nein. Nein. Okay. Aber man kann ja doch. Dann ist ja gut, wenn ihr beide das sagt, dann ist ja alles gut. Aber ich sehe jetzt nicht, dass das elektrische Kabel abnimmt. Also das haben wir, glaube ich, unendlich. Ja, okay. Weil ich habe keine Anzahl davon. Ich glaube, wir haben Creeper gehört. Hier Eisenerz, ja. Das geht durch die Erde auch durch. Du hast durch die Erde das Kabel gelegt, ey. Not bad, my friend, not bad. Wir müssen hier runter, oder? Ja, wir müssen hier runter. Ein Unterschlupf, ja gut, wir haben einen Unterschlupf. Oh, nee. Achso, Leute, das ist hier unterm Boden, das sieht man einfach nicht. Alter, ich dachte gerade auch, oh no. Ja. Das sah sehr nach Bug aus. Aber hätten die nicht einfach machen können, drück da F und dann ist das Kabel dran? Ja, echt, ey. Nein. Was ist denn jetzt hier komisch weird? Händisch verlegen. Reicht das? Das reicht doch nicht. Ah! Pass auf! Auf geht's! Nice! Ja, wir haben jetzt draußen einen Sandsturm. Glätt wahrscheinlich gar nicht. Wo sieht man denn hier, wie viel wieder mit Kraftstoff aussieht? Erfordert 1000, du kannst F da drauf machen. Netzwerkverbindung nicht aktiv. Nicht aktiv. Hä? Brücken verwenden, F. Nee, hä? Ja, haben wir das falsche Kabel benutzt? Vergessen? Na gut, draußen ist halt ein Sturm, ne? Vielleicht ist gerade auch einfach keine Sonne. Aber da steht Netzwerkverbindung nicht aktiv. Ja, weil halt kein Strom ankommt. Hätte ich jetzt gedacht, vielleicht. Ich gehe nochmal das Kabel abgucken. Okay. Und nach draußen. Sepp, bleibst du mal kurz hier? Ich bleib hier. Ich guck, ob das sagt ja oder nee. Okay. Weil der Sandsturm ist ja sofort vom. Oh, das ist ein Level 60 Gemse. Holy shit. Ach so, ja, also so von der Tageszeit her steht das Ding halt jetzt mittlerweile im Schatten, ne? Wir haben 15 Uhr. Das leuchtet doch nicht mehr grün. Natürlich tut es das jetzt nicht mehr. Dieses Hurenspiel! Diese 20 Sekunden, die wir, also sagen wir 2 Minuten, die wir jetzt da runtergebraucht haben. Ich würde sagen, wir gehen nochmal schlafen. Ja, können wir erst um 18 Uhr. Ach du Scheiße. Ja, super. In der Zeit trinke ich noch ein bisschen mit. Wie spät haben wir? 15 Uhr. Das dauert noch richtig lange. Okay, können wir de. Lohnt sich das, das Ding noch in der Sonne aufzustellen? Nee. Klar. Alter, wir müssen einmal durch den See durch dafür, ne? Guck dir das mal an, du siehst den Schatten doch auch schon wandern. Wir können das probieren, Christian. Kannst du, wenn ich das jetzt hier nehme? Ich mache ja nichts kaputt dadurch, hoffentlich. Wir können das zumindest probieren. Let's go. Du kannst ja schon mal die Kabel legen. Hier. Ja, du kannst ja schon mal die Kabel mir hinterherlegen. Das Kabel ist verschwunden. Nee, ist wirklich nicht. Nee, ist nicht, aber. Ich glaube, der Anfangspunkt, Peter, ist. Lol. Nee, alles gut. Also einmal quer. Oh Gott. Ja, ich gehe ein Stück weg. Mal hier hin. Null. Ja. Was höre ich hier gerade? Ah, Puma! Ach du Scheiße. Ich hab Puma gekillt. Mag ich eigentlich lieber als Oli. Oh Gott! Alter!
ihr denn da? Weiß ich nicht. Peter verlegt Kabel. Nee, ich verlege Kabel. Was ist denn los, Peter? Soll man dir helfen? Ja, alles gekillt. Alles gut. Ich habe eine Hyäne getroffen und einen Puma. Ey, wie das denn? Ja, weiß ich nicht. Die haben Hallo gesagt und dann... Okay, der Schatten geht echt schnell weg, muss ich sagen. Ich glaube, dieses Rennen können wir nicht gewinnen. Oder ja, jetzt habe ich mir beim Kabel verlegen aus so einem Puma. Ach du Scheiße. Ist tot? Der ist mit einem Headshot tot. Jetzt wurde er leben, oder was? Ja, jetzt ich habe mich trotzdem erschrocken. Also ich glaube, das kriegen wir heute nicht mehr hin. Der Schatten ist zu schnell weg. So schnell können wir das nicht verlegen mit dem Kabel. Die Frage ist, Christian, wenn du jetzt weiter das Kabel verlegst, können wir das wieder zurück verlegen? Oder muss jetzt das da hingestellt werden? Also ich kann mit dem Kabel nicht interagieren, außer das aufzustellen. Ja, also dann hören wir wahrscheinlich auf, das zu verlegen. Nicht hier in den Wald stellen. Ja, richtig. Es ist schon zu spät, Peter. Jetzt steht der Elefant exakt an der Stelle, wo wir das Ding vorher stehen hatten. Das ist interessant. Ja, ich wollte immer schon mal wissen, wie hart ist eigentlich so ein Elefant? Boom, Headshot. Oh Gott. Als ob du jetzt den Elefanten tatsächlich... Ach du heilige fucking Scheiße. Ja, der kann doch bestimmt nicht schwimmen, oder? Also der Bär konnte auch ganz gut. Der kann schneller schwimmen, als der laufen kann. Das sah so aus, als wäre der gelaufen. Der schwimmt gar nicht. Das war gar nicht tief genug. Er ist down! Ja, guck mal, der kann ja nichts an Elefant. Nice. Der hat ja ganz schön viele Headshots. Aber der Angriff von dem sah... Oh Leute, den können wir nicht halten. Na stimmt. Tja, schade, völlig umsonst gestorben, lieber Benjamin. Du armes Tier. Töre. Ja, ne, Töre, fertig. Dann geh ich mal okay, auf dann gehen wir sofort schlafen, ne? Ja, anderthalb Stündchen noch und dann können wir schlafen gehen. Ja, soll ich denn das Kabel nicht mal ein bisschen weiter verlegen? Guck mal, hier sind ja nur Bäume. Ich hab das Ding hier zwischen den Bäumen aufgebaut, hier wo ich jetzt stehe. Warte mal. Jeder, komm mal kurz bitte. Weiß nicht ganz, wo du bist. Hier beim Elefanten steht. Ja. Ich habe jetzt hier das Kabel neu platziert. Würdest du sagen, diese zwei Dinger da sind so aufeinander, als dass das als eins zählt? Weiß ich nicht. Du kannst die halt, also du kannst immer nur am Ende anfangen sozusagen. Also du hast nicht so einen freien Punkt, wo du das setzen kannst. Ich weiß nicht, warum der da daneben gemacht hat. Aha. Okay. Keine Ahnung. Sieht nicht gut aus. Läuft alles. Boah, ich darf jetzt hier nicht dieses Ding aus den Augen verlieren. Welches Ding? Ja, dieses Solar-Ding. Achso, da. Ja, nee, das. Ich meine, ist ja auch gut, ne? Mit längerem Kabelweg geht ja auch nicht mehr Energie verloren oder so zum Glück. Wo ist denn morgen eigentlich die Sonne, wenn wir morgen aufwachen? Im Westen, hätte ich jetzt gesagt. Quatsch, im Osten. Ich bin so ein Idiot. Aber wir sind in der Mitte davon. Okay, dann verbinde ich das jetzt mal noch nicht, damit können wir das nochmal umstellen. Wir können das doch so oder so nochmal umstellen. Da, also da über den Berg geht es auf. Oh, das ist aber scheiße, Peter. Dann macht der Berg Schatten. Das heißt, so Ost, so Südost. Wie wahrscheinlich erst Sonne ab oder Süd. Die Sonne geht im Osten auf, ne? Ja. Kriegen wir schon hin. Eine Stunde haben wir noch, in der Stunde können wir bestimmt noch ein paar Tiere töten. Willst du es nicht trotzdem verbinden, weil neu setzen können wir es ja immer noch, oder? Ja, okay. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt von hier aus jetzt anfange? Ja, ich habe Sorge, dass wir dann nicht mehr an den Bohrer packen können. Und am Bohrer ist das Kabel noch dran. Ja, ich meine, wenn wir jetzt hier irgendwie einen neuen Strang starten, dann am Bohrer ist schon ein Strang. Achso, am Bohrer ist schon ein Strang, ja. Würde ich auch tendenziell zu abraten. Frage ist, findet Christian jetzt nochmal die Verbindung? Ja, die ist direkt vor mir. Das verbindet sich nicht. Okay, willst du dann nicht... Wieso startest du auch von dem Ding hier? Warte, doch, ich hatte es gerade. Du bist nur... Da. Ja. War nur ein bisschen...
Wieso hast du von hier aus angefangen und hast nicht einfach das Kabel weitergelegt? Ging das nicht? Ich wollte gucken, ob das geht. Das hat auch funktioniert. Okay. Also das ist so gelb geworden. Okay, alles klar. Ey, wenn nicht, lege ich einfach nochmal das Kabel neu. Ja, okay. Alles cool. Wir gehen jetzt zu unserer Hütte zurück und schlafen. Ach, hier ist wieder so ein fucking Huren-Wildschwein. Fick dich, Wildschwein, ich lauf einfach an dir vorbei. Also komme ich jetzt raus, ne? Ach so, ja. Sepp, du kannst rauskommen, wir müssen schlafen. Ich habe meine Strafe jetzt hoffentlich abgesessen. Ich habe auch schon Lungenembolie dritten Grades. Ich habe 480 Sekunden Lungen-Einschnitte oder sowas. Ich habe eine Ausdauer von 3 Schlägen. Wie fixt man das denn? Wie spät haben wir? 17:56. Ich lege mich mal hin. Feuer im Haus sehr gefährlich. Das. Alles gut. Dankeschön, Pama XLP für 10 Euro Trinkgeld. Danke an Sepp für den Tipp mit Demon Slayer. Ah ja. Ja, auf jeden Fall. Dankeschön, Bomborogo für den Resub. Dankeschön, Linde. Dankeschön, Christian V. Mitch 6. Upulso. Kanlek. Sebastian 199, 510, Takorat, Bronotu, Siggi, Rakim, Acer, Nick, Captain Siggi, Akfries, der Sangius, Exoma TV, Godlike Lukas, Get This, A3, Gabagim, Xaitamok, Ape King, nee, Ape King gar nicht. Der hat nämlich was geschenkt bekommen von Yoshirox. Und vielen Dank an allen, genauso wie Jatantuk für den neuen Sub. Was, Peter will Demon Slayer schauen? Ne, so weit will ich jetzt nicht gehen. Sepp, wie weit bist du noch weg? Also wir sind schon, wir haben schon geschlafen. Entschuldigung, ich hatte was? Minimiert. Ich hatte minimiert. Ach so, zum okay. Vorlesen. Ich war gerade auch verwirrt. Nee, alles gut. Ja, ist ja jetzt natürlich noch dunkel. Ja, ich glaube, das dauert eine halbe Stunde, 2 Minuten. Da kommt die Sonne und ich wette, die geht zuerst an der Höhle auf. Das dauert länger, wenn die hier ist. Ich glaube auch, dass die an der Sonne, ach, an der Höhle als erstes ist. Ja. Ist ja auch krass im Osten, im Westen da. Wir können jetzt aber nicht das Ding da doch wieder da aufbauen und du kannst einfach da dran das Kabel anschließen, oder? Weiß ich nicht. Das hat den überhaupt testen, angeschlossen. Testen können wir es zumindest. Nee, nämlich kein Kabel dran. Ah, doch, 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 doch. Komm, wir machen. Da kommen Leuchte grün. Und wir gehen rüber. Was? Wir haben doch gesagt, das geht da früher auf. Da können wir das doch da aufbauen. Okay, dann weiß ich nur nicht, ob ich das Kabel jetzt wieder verlegen muss. Ja, das checken wir dann. So. Oder kannst du das hier auf dem Kabel irgendwie platzieren oder so? Nee, du könntest doch dann jetzt hier von dem grünen Punkt aus nochmal einfach ans Kabel dran stecken, oder? Das ist alles kompliziert hier, ey. Ja. Das so, kannst du denn. Vorhin konntest du das doch auch hier mit einem ja, dieser hier. Kann ich verbinden. Ja. Ist gelb. Muss ich nur genau treffen. So. Da. Nice. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir nur warten. Warten, bis grün leuchtet und dann müssen wir schnell zum Bohrer rennen und gucken. Aber ich kann mir vorstellen, 1000 Strom, das dauert bestimmt ein bisschen, oder? Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Wahrscheinlich. Was ist denn jetzt los? Jetzt kommt natürlich ein Gewittersturm. Junge! Oh, das ist nicht gut. Es gibt so ein Ding, was man lernen kann, das ist ein Blitzableiter. Das steht, damit schlagen Blitze nicht so oft in Häusern ein und zerstören alles. In die Höhle rein. Ja, dauert ja noch ein bisschen. Komm schon, ich will zumindest hier ein bisschen Sonne haben. Dass man einmal sieht, das Ding leuchtet grün, ist angeschlossen und los geht's. Müsste jetzt eigentlich kommen, oder? Sieht voll nicht aus hier.
zieht sich gerade zu. Ah, ja. Auf Wiedersehen. Ja, die Wolken sind da. Der Sturm geht los. Der Sturm ist da. Awesome. Okay. Dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Ich hasse es. Okay, Technikbaum. Ich habe noch Punkte zu vergeben. Ich bin ja jetzt auch Level 10. Da kann ich ja mal gucken. Okay, die Werkbank muss man lernen. Ja? Genau, die kostet auch nichts, glaube ich. Also ich kann das Oxidlösungsmittel, den Langbogen, die Textilienbank und den Trinkschlauch. Blitzlaute. Okay, das ist Blitzableiter. Okay. Sepp, was hast denn du gelernt bei Level 10? Holzgeländer für den Innenbereich. Wow. Holzungsbank, Feuerstelle, Steinofen. Unten den Amboss und die Äxte. Und sowas wie Regenauffangbecken könnte man drüber nachdenken. Ja, Kochstelle haben wir noch nicht. Kochstelle haben wir noch nicht, okay, mache ich. Anbaufläche, weiß nicht, ob Christian Kanonenofen kann ich dann jetzt auch lernen dadurch, mache ich. Anbaufläche hatte noch keiner, ne, genau. Glaube ich auch. Ja, Anbaufläche hatte noch keiner. Kräuterkundebank. Nicht ganz gut. Wo ist denn die Kräuterkundebank? Mörser und Stößel halt. Mörser und Stößel brauchen wir, glaube ich, für die Kanonenofen. Da ist die Kräuterkundebank. Oh, da muss aber dann viel gelernt werden. Uiuiuiui. Ja, Kräuterkunde ist halt nur, sind halt Buffs, ne? Ja, ich mach mal Mörser und Stößel noch. Das ist aber überall. Also du hast bei dem Textilien-Ding ja auch die ganzen Sachen, genauso wie bei dem Amboss, musst du alle Werkzeuge lernen. Ich lerne noch gemahlener Knochen. Einen habe ich noch und Mehl lerne ich, glaube ich. Was ist denn Oxidlösungsmittel? Ist das das, was wir brauchen zum Verarbeiten? Ja, das für die Flaschen. Das sagte der Chat, brauchen wir, um die Taschen da voll zu machen. Hat das schon einer? Ich hab das. Gut. Okay. Warum haben wir das noch nicht gebaut? Blöde Frage. Weil wir dann an der Werkbank die andere Bank bauen müssen, um dann das nächste zu bauen. Oh, gewährt wiederbelebten Spielern mehr Gesundheit. Das ist natürlich auch ein geiles Talent. Ja. Ja, weil das macht uns ja schon fertig, wenn wir, oder? Ja. Okay. Und wenn ich sterbe, dann bin ich sowieso frustriert. Ich werd gebumst. Aua. Wieso wirst du gebumst? Ach, wegen Shelter und so. Ich stand einen Meter zu weit draußen. Dann kriegst du ja Schaden, wenn du Shelter hast. Okay. Leuchtet auch nicht grün. Also. Komm mal. Okay. Looks like that sucker's ready. What? Wait, what? Jetzt? Was? Hä? Dann gehen wir mal zum Bohrer. Natürlich. What the fuck? Oh shit, hier schlagen Blitze ein draußen. Okay, unser Wald brennt. Ja gut, das gibt vielleicht auch Strom. Unser Wald brennt. Stimmt, da ist ein Blitz eingeschlagen. Oh Gott! Überall. Würmer. Würmer, Peter. Weg, 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 weg. Raus, erstmal, erst raus und dann schießen. Alter, fickt euch. Jetzt habe ich wieder eine Lungenentzündung. Ja, Lungenentzündung kriegst du normalerweise hier in der Höhle sowieso. Ich bin Alter, ich bin auch vergiftet. Shit, komm, 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 komm. Könnt ihr was essen? Das heilt manchmal. Bewusstlos. Okay, ich hol dich. Mama, ich nehme dich mal einfach. Nicht ausnehmen. Ich brenne. Du brennst. Wieso brennen wir denn jetzt? Ich werde direkt in den Sturm. Okay. Alter. Raus! Nice work. In den Fluss! Hier, Peter liegt hier. Ich heb Peter mal auf, ja? Wieso hab ich angefangen zu brennen? Wahrscheinlich, weil ich dich wiederbelebt hab mit der Fackel und du dann, während du wiederbelebt wurdest, gebrannt hast und uns beide dadurch dann
angezündet. Also ich habe dich quasi beim Wiederbeleben angezündet. Okay. Also da sind ganz viele Würmer gespawnt, oder was? Ja. Ja. Richtig viele. Bora ist jetzt auch fertig, wenn ich das richtig sehe, ne? Oh, hier sind jetzt auch... Ich habe jetzt auch richtig schlechte FPS, ey. Also okay. Tendenziell. Sehen wir die im Dunkeln? Also ja, du siehst so ein blaues, kleines Leuchten, aber das sind so viele. Also ich bin am überlegen, warte mal, können wir eine Fackel dahin werfen? Oh, das wäre nice. Das? So, da liegt schon mal eine. Ich bestimme mal einfach. Kannst du die werfen? Ne, du kannst die droppen, ne? Scheiße, ich brauche Fasern. Ich kann keine mehr herstellen. Ja, mit Q kannst du die einfach. Problem ist, hier unten ist irgendwo Wasser. Ja, ist noch ein Stück. Haben die sich jetzt auch wieder eingedingst? Ja, die kommen erst da unten. Da. Da. Da, der ist der erste gewesen. Tot? Nice. Ist einfach weiter. So ist gut. Okay, irgendjemand muss Licht da machen, ja. Ja, ich mach. Ja, Christian lässt ja fallen. Ich halte das und Peter schießt. Da ist er. Oh, da sind nicht nur einer, sondern... Nice. Wait, wo ist noch einer? Ganz rechts. Ah, okay. Alter. Weiß nicht, ob das die letzte war. Ja, nee, wissen wir nicht. Dann war bisher ja. Der hier links. Oh, Alter, Christian, du hast dich genau vor mich gestellt. Ich wollte die Fackel wegschmeißen. Oh, die hüpft. Robert, gib mir der Fackel! Oh, Christian wird getroffen. Ja, die Fackel, der Typ! Hast du das gesehen? Ja, hab ich gesehen. Ja, die Fackel, die hatte ich ja auch mal, die fliegen manchmal einfach weg. Hier, ich hab keine craften. Ja, wenn du noch, warte. Also, wenn es geht. Ja, warte. Ich hab zu wenig. Da. Aber, okay. Der Bohrer ist fertig. Ja, jetzt haben wir das Spektakel gar nicht gesehen, wie der hier durchgebohrt hat. Bisschen enttäuschend, aber... Ich bin hier durch. Vor allen Dingen haben wir es unbewusst echt richtig gemacht, weil stellt mal vor, wir wären hier alle zu dritt gewesen und ja, auf einmal spawnen diese Viecher, ne? Wir wären voll im Arsch gewesen. Zieh dir mal... Ja, das stimmt. Ich glaube, hier sind ein paar Rohstoffe, oder? Das ist Gold! Was? Ja, ja. Gold! Alter, da bin ich direkt rein. Das ist eine Sepp-Reaktion auf Gold, wenn ich jemals eine gesehen habe, ey. Ich bin Gold! Namensschläger. Ich könnte mir aber vorstellen, dass hier noch mehr Würmer kommen. Ich okay, gebe dir. Müssen wir den Bohrer mitnehmen? Leute, wir müssen den Bohrer mitnehmen. Kannst du mitnehmen? Wait, wir müssen den Bohrer mitnehmen? Was? Ja, hier ist halt exakt nochmal die gleiche Wand. Achso. Oh dann nein, hin? Dann kriegen wir nochmal Viechers. Also, dann müssen wir nochmal Kabel verlegen, glaube ich. Wait, wo ist denn der Bohrer? Weiß nicht, das ist ja der despawned? Doch, oder? Nee, ich habe nichts aufgenommen. Die Höhle war ja offen, als wir runtergekommen sind. Ja, der war halt weg, ne? Also. Okay, vielleicht müsst ihr es doch noch nicht. Warte, da steht. Bohre dich durch den Felssturz, setze den Bohrer ein. Wait, okay, ich habe den Bohrer aber nicht. Im Wasser. Chat sagt im Wasser. Ah, hier liegt okay. Der. Ah, ist gut. Danke, Chat. Okay, das sind halt Das ist jetzt beides. Der Retter der Items. Diese Quest, Junge. Peter blind so, werden. Machen wir den Bohrer mal hier dran, der geht mal an einer Stelle, ne? So. Ja. Dann leuchte mir mal, dann verlege ich wieder Kabelchen. Das heißt, hier spawnen neue Viecher. Ja, ja, klar, wir spawnen hier. Die ganze Höhle wird wahrscheinlich gleich voll sein. Das ist nicht an dem Bohrer, das ist an der Wand, oder? Ja, das ist in der Mitte vom Bohrer ist das. Nee, nee, das war an der Wand. Das war hinterm Bohrer an der Wand. Ich leg das mal von dem alten Kabel einfach weiter. Dann wird das so gelb, wenn man das connecten kann. Das liegt ja noch hier in der Luft. Diese Lungenentzündung zackt so hart. Kann man kurz einer leuchten? Ich kann ja, Moment. Ah, doch, wird schon passen, ne? Also, ich würde genau andersrum legen, wenn es geht. Das ging leider nicht. Wieso kommt das scheiß Kabel denn jetzt nicht runter? Kabel, komm runter da! Ach, da oben, lol.
Also ich würde Christian jetzt eiskalt da vorne stehen lassen erstmal. Aber der ist ja nicht sofort voll, oder? Das hat, glaube ich, 10 Sekunden gedauert. Das ging schon echt schnell. Woher weißt du, ab welchem Moment das Ding an war? So. Da ist das Gelbe. Okay, er bohrt. Da, Rückzug. Überall. Ja, ja, alles gut. So, hier ist es gut, hier ist gut, hier ist gut. Hier ist gut. Die haben sich gegenseitig Schaden gemacht, oder? Ich wollte auch gerade sagen. Mega nice, die ballern sich gegenseitig. Ah, hier steht wahrscheinlich eins in der Ecke und es wird von dem anderen abgeschossen. Ich mach mal Licht, ne? Ja, sie sind wieder verschwunden. Scheiße. Links ist einer, oder? Der links ist down. Hinten links, Peter, hinten links. Jo. Down. Nice. Rechts oben. Rechts höre ich einen. Da. Oh ja. Oh ne, da kann ich nicht treffen. Ja, der kann mich aber auch nicht treffen. Wo von hinten. Hinten ist nur einer. Oh ja. Oh ja. Stimmt. Oh, scheiße. Fuck. Ist down. Vorne noch einer. Zwei, dann. Der links, der ist noch nicht fertig. Nee, der lebt noch. Keine Pfeile mehr. Ich kann schießen, aber ich hab kein Licht. Ich brauch Licht. Scheiße. Half low. Belungen muss gegenheilen. Hab einen tot. Hallo. Zweiten schieße ich drauf. Ist tot. Das wären alle. Ich will noch mehr Gold. Macht denn so eine Lungenentzündung? Ja. Langsam Gesundheitsregeneration, das ist ja Bombe. Ja, hier unten Lungenentzündung zackt richtig hart. Platin braucht man Stufe 2 Spitzhacke ja, ja. Für. Später gibt's auch noch Titan. Ey Leute, wir sind durch! Dankeschön, Schneeiger. Oh, da ist die Wüste! Hier kommen doch bestimmt auch wieder so. Da läuft was. Oh, da hinten läuft was. Aber das Skorpione, Licht hat sich verändert. Schlangen. Ist Gold. Oh, so eine Wüste ist besser für die Bitrate. Okay, das sind Elefanten. Irgendwas anderes. Und Hyänen. Hyänen sind böse. Pumas! Wir machen das Unfall. Nein, machen wir nicht, Sepp. Nee, machen wir nicht. Der haut mich einmal und ich bin ja schon mit Lungenentzündung. Ich sehe halt auch nix, ne? Okay, bin down. Die Elefanten oh, kommen dazu. Oh, Peter. Als ob die Elefanten. Hat er den Elefanten angeschossen? Nein, nee, hab ich nicht! Nee, jetzt nie wieder cool. Ich glaube, die waren nur wild auf die Pumas. Das okay, kann sein. Warte, wir warten kurz. Alter. Der war nur böse auf den Puma. Den darfst du jetzt nur nicht anfackeln mit deiner Fackel. Oh, das. Ach, okay. Also, wenn man aus der Höhle rauskommt, dauert es sehr lange, bis du Licht hast. Okay, das würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber. Bist du sauer? Guck mal die Fackel weg. Naja, ist gut. Ich sehe halt. Der ist easy, der ist easy. Okay. Ich will nur nicht, dass du den zu nah an dem dran gehst und dann brennst du den an oder so. Weil den Angriff, den er gemacht hat, als wir den gekillt haben, der sah schon heftig aus. Ich brauch alles. So cool und spannend die Wüste auch ist, unsere Quest sagt, kehre zum Landeschiff zurück. Ja, weil wir die nächste Quest dann hier in der Wüste kriegen, oder? Ja, wahrscheinlich. Noch völlig okay für mich, weil so lange haben wir nämlich auch gleich 10:30 und ja. Alter. Also von mir aus können wir dann auch. Ich nur einmal hier ausnehmen, dann kann ich mir mal Pferde machen. Habe ich gerade einen Affen gehört? Das war ich. Nein, keine Ahnung. Nee, nee, also. Also legit wirklich so ein. Wirklich ist das. Der Elefant greift mich an. Ja, der greift Warum greife ich den Elefant an? Das weiß ich nicht, aber der ist irgendwie langsam auf dich zugelaufen und hat angefangen dich. Ja, ja, wir gehen einfach. Der kommt hinterher. Ja, und ich habe natürlich quasi keine Ausdauer. Peter, das Sterben hilft gegen Lungenentzündung. Ah ja, good to know. Diese Elefanten habe ich noch nicht so ganz verstanden, muss ich sagen, ne? Also wann die jetzt böse sind und wann nicht. Alter. Uiuiui. Können wir bitte einfach nach Hause?
Das ist jetzt ein Stück. Das stimmt, das ist jetzt auch noch ein Stück. Wir müssen ja nicht nur zu den Schlafsäcken, wir müssen ja... Puma! Alter, leck mich doch am Arsch. Okay. Ich hab keine Pfeile mehr. Wo ist der am Eingang? Down. Ist ein Dorf. Okay. Und noch mehr Pumas draußen, auf dem Weg zum Haus. Alter, 3 Stück. Okay, 3 Stück. Ja. Level 77. Oh, Stufe 11, Alter. Sind nur 2 Pumas und ein lächerlicher Wolf gewesen. Okay. Der Wolf wählt einfach alles aus. Der Wolf frisst halt mehr als alle, als die Pumas, so. Alter, ich muss die Pfeile mitnehmen, sonst bin ich am Arsch. Ja, ich habe auch keine mehr. Ich muss mir noch ein paar machen. Soll ich dir ein paar machen? Ich loote einfach hier die Knochen und dann kann ich mir einfach ein paar machen. Also. Okay. Wir sollten bei unserem Haus vorbeigehen, weil da könnte noch Fleisch sein, weil ich habe nichts mehr zu essen. Ja, Alter, hier sind jetzt Zebras. Awesome. Wieso ändert sich die Tierwelt hier so krass? Ja, weil das wahrscheinlich so ein, weißt du, so jetzt, ein überlagerter Spawn genau, ist. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Wüstentiere freigeschaltet. Ja. Wir hatten ja hier auch schon Pumas. Schon interessant. Ja, aber das ist wahrscheinlich, dann spawnt er irgendwie oben auf der Kante vom Berg und dann zählt das noch als Wüste oder so. Wait, Solar mitnehmen? Warum? Das war ein Quest-Item. Ja. Ich weiß auch nicht, also... Haben wir nicht bei jeder neuen Mission Landeschiff heißt für mich eigentlich, wir rennen jetzt zurück, starten und sind raus. Das Einzige, was wir mitnehmen können, wäre, wenn wir irgendwas hätten, das haben wir noch nicht, weil wir von der Technik noch nicht so weit sind, wenn du irgendwas richtig lange farmen müsstest oder so. Gold und Eisen und sowas werde ich versuchen mitzunehmen, aber ich glaube, das zum Herstellen, deswegen nehmen wir ja nicht mit. Ja, also Eisen würde ich jetzt versuchen mitzunehmen. Ich glaube, den Langbogen nehme ich noch mit. So viel kannst du ja nicht mit rausnehmen. Aber brauchen wir in den nächsten Quests überhaupt so ein Ding, Chat? Weil, ganz ehrlich, nee, also ich meine so Stromerzeugung, davon sind wir doch noch unendlich weit weg. Ja. Jetzt mal ehrlich. Also teuer zum selber bauen ist klar, aber... Ach, weil es jetzt for free wäre, dann kannst du ja, halt genau, es wäre jetzt for free und irgendwann müssen wir das wahrscheinlich bauen, aber ich glaube, davon sind wir so weit weg, dass das keinen Unterschied macht. Aber... Wir konnten doch bisher für jede neue Mission Ich habe meinen Schlafsack mitgenommen. Oder? Ich habe meinen Schlafsack mitgenommen. Nee, das hat bisher nicht funktioniert, aber meine Trinkflasche werde ich mitnehmen. Solche Sachen. Bringt nichts mitzunehmen, nur Exotisches könnt ihr mitnehmen. Ihr könnt nur Werkstatt-Items mitnehmen. Oh, deswegen hat das bisher nie geklappt. Was denn? Sag ich ja. Man kann nur Exotics mitnehmen. Was Man kann auch Exotics? Keine Questgegenstände mitnehmen. Was sind Exotics, Chat? Lässt mir das da einfach mal. Ihr könnt nichts mitnehmen. Okay, auch gut. Ja, deshalb meine ich ja. Also, das hat bisher noch nie funktioniert. Lila Items. Wir können nur lila Items mitnehmen. Okay. Nehmen wir lila Items her? Ihr nehmt nur Sachen mit, die ihr im Orbit gekauft habt. Ja, das sind die Sachen, die man zwischen den Missionen. Ja. Also, Spitzhacke und sowas gibt's ja auch, ne? Ja, genau, genau. Dafür müssten wir jetzt nach Abschluss dieser Mission ja jetzt auch wieder. 125 oder so kriegen wir. Ja, genau. Super, vielleicht kann man es wirklich mit Spitzhacke dann kaufen. Nix ist es im Vergleich, ey, ganz ehrlich. Dafür, dass wir jetzt hier schon so lange dran sitzen. Stufe 12. Ja, die war ein bisschen länger, die Mission hier. Na gut, wir sind einmal doof gestorben. Wir mussten einmal zurück zur Kiste zurückgehen. Das sind so Sachen, die man normalerweise wahrscheinlich nicht hat. Ja. Aber ansonsten. Nee, an sich war die halt recht lang. Also jetzt nicht blöde, aber die war halt lang. Am Anfang dachte ich so, ach, wir gehen jetzt 2 Kisten looten und dann war's das, ne? Ja, dachte ich halt auch so. Die eine Mission gibt gut. Ja, das wäre schon schneller gegangen, ne? Wenn der eine nicht das Kabel weggeschmissen hätte und der andere mit dem einen nicht die Klippe runtergesprungen wäre. Ja, das stimmt. Aber und so du hast halt den Bär gepult, der mich gekillt hat. Das ist richtig. Aber solche Faktoren hast du halt immer bei solchen Spielen. Ja, das wenn ist mal alles perfekt richtig. Laufen würde, dann hättest, also dann wärst du logischerweise immer schneller fertig. So, hier kann ich doch jetzt runter, oder? Sind wir uns da drin einig? Ja, das
das dürfte. Ja, ja, Peter, da kannst du gar nicht sterben. Sieht voll ähnlich aus zu dem. Das ist genauso. Nein, niemals. Das ist genauso. Das ist ein Bär. Nee, das, nee, ist, das ist ein Büffel. Meinst du, die machen viel Schaden? Das ist doch Gnu. Nicht getroffen. Als ob. Ja, da hat der Baum den Wolf noch 2 Sekunden extra Leben gegeben. Alter, ich hab schon wieder super viele Erfahrungspunkte. Du gerade ist Level 12 geworden. Ach krass. Level 11, okay, ne, du killst halt viele Gegner am Weg. Das ist wahrscheinlich echt smart, weil ich bin Level 11 ganz am Anfang. Aber dann hast du auch Leute, guck mal, hier ist ja die Kiste. Können wir hier noch einen Bohrer rausnehmen? Also ich habe Bohrer im Inventar. Bloß keine Talentpunkte in Solo investieren. Ich dachte, das geht auch gar nicht. Das geht, da kriegst du irgendeine Nachricht, wenn du das willst. Dann fragt er nochmal, bist du sicher? Das ist voll blöd. Ja, das geht wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich nur aktiv, wenn du tatsächlich Solo bist oder so. Mhm. Ich glaube, genau das stand dabei. Wir können auch einfach sterben, dann spawnt die am Anfang. Ja, kriegen wir aber voll den XP-Punish. Das tut ein bisschen mehr weh, als eben laufen. Gott sei Dank, also und auf dem Weg können wir hier noch Fasern sammeln, die blöde. Elfe killen. Guck. Wie siehst du die denn immer, Alter? Den, der, achso, den habe ich aber vorher schon gesehen. Dann wurde der Name angezeigt. Ich muss jetzt auf euch warten, ne? Also ich darf nicht ja, rausgehen, nicht bevor ihr gehen, nicht rausgeht. Ja, dann machst du die Welt zu. Ja, okay. Oh, ist da? Und ich muss ein bisschen weiterlaufen, weil ich bin nicht der Spawn. Die sehen mich aber auch immer früh, die Tiere, ey. Wir sind... Da bin ich gespawnt. Hm. Da bin ich ja jetzt doof gelaufen. Und da bin ich. Oh, geht aber. War aber bisher ganz witzig. Also, Tiere, Alter. Das Spiel hat dann doch noch ein paar Überraschungen für uns bereit gehabt. Alter, wie es jetzt hier bei mir wieder anfängt, schlechte Performance zu sein. Die brennt immer noch, pass auf. Das Problem, was ich einzig dabei so ein bisschen sehe, ist, also du machst halt Sachen, die sind dann ganz cool, dann schließt du auch die Welt ab, was auch eigentlich eine ganz coole Nummer ist. Und dann fängst du halt wieder komplett von vorne an. Ja, eine richtige Base zu bauen lohnt also sich eigentlich nie. Als, weißt du, wenn wir halt die nächste Mission machen, dann müssen wir wieder alles sammeln, dann diese Base-Equipment-Sachen craften. Aber wie schnell hatten wir eine Base aufgebaut und waren equipped, ne? Ja, aber das wird jetzt länger dauern, weil wir jetzt die Werkbank und die anderen Bänke noch haben. Also ja, sei denn, wir wollen sie theoretisch Eisenfarmen und sowas, ne? No. Fürs nächste Tier, das stimmt schon. Das stimmt. Ja, ich verstehe eure Punkte. Oh, das geht hier aber tief runter. Hm, hier kann ich doch bestimmt auch, das ist doch nicht so schnell. Das ist meine Kapsel. Mal, seid ihr nicht nebeneinander gespawnt? Ja, ja. Ja, relativ nah, ja. Wer ist denn jetzt zu meiner Kapsel gelaufen? Hä? Okay. Mal gucken, welche meine ist. Wer ist zu meiner Kapsel gerannt? Oh, ich bin zu deiner Kapsel gerannt. Ah. Hä? Aber ich bin doch hier gespawnt. Also hier ist mein Symbol auf der Map. Oh. Und meins ist... mein und sag, Arvidarchi. Sah irgendwie genauso aus wie bei mir. Aber du hast recht, das ist halt nicht in der Nähe vom Haus. Da direkt neben dem Haus gelandet. Oh, ist das ein schönes Haus, was wir hier gebaut haben. Nice. So, das müsste dann ja Sepps Kapsel sein, da. Die da. Oder die da.
Die da. Let's go! Auf von Orbit gekaufte Gegenstände. Lege hier exotische Materie zur Lieferung an die Orbitalstation ab. Okay, alles klar. Da steht es auch oben. Auf Wiedersehen! Was der Chat gesagt hat. Wir starten. Da geht Christian auch noch. Warte mal, bis er wirklich weg ist, bevor wir auch rausgehen. Schieß noch einen Pfeil. Oh Mann, wir sammeln jetzt so Ribbons. Okay. Okay, dann kann ich jetzt auch rausgehen, ne? Ja, ich bin im Hauptmenü. Ja. Okay, zurück zur Station. Oh, 125 Coins. Okay. Dann hau ich jetzt auch ab. Die Haus anzünden. Chains, Alter. Ich hab dieses Haus lieb gewonnen. Oh, guck mal, wir können eine geile Axt bauen. Also, ich habe jetzt in der Werkstatt 0. Nice. Moment, ich bin noch nicht raus. Das wird dir sofort noch gut geschrieben. Ich hab's direkt gekriegt. Okay.